Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Hier an meiner Seite Marvin Indres. Und an meiner Seite, Leute, Salim Samatu. Bam, danke dir. Wie geht's dir, Tiger? Was liegt dir auf dem Herzen? Boah, was soll mir am Herzen liegen, Alter? Es ist gerade eine krasse Zeit irgendwie, oder? Wenn du dir Politik anguckst. Digga, Wahlen in Bayern, Hessen. Ich weiß nicht, ob wir da ins Detail jetzt gehen. Scheiß mal auf Bayern, Hessen grundsätzlich. Wobei, was halt krass ist, Aiwanger hat der Skandal nicht geschadet, hatte ich eher das Gefühl. Dass er so ein bisschen so wie so ein Werbeclip war, ne? Und mir ist so eine Sache gekommen, als ich, weiß gar nicht, irgendwo nachts so verpennter gelegen habe und am Feiern heimgekommen, so NTV, N24, Welt, einer von diesen Dokusendern. Und da ging es irgendwie um Zyklen von Eiszeit und Sommerzeit und bla, dass sich immer so abwechselt, die Warm- und die Kaltzyklen, ne? Bla, 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 bla. Ich glaube, harte Theorie von mir, mit Politik ist genauso. Achtung, wir hatten ja so ein bisschen so eine rechte Phase, Diktatoren überall auf der Welt, weißt du, so Hitler, Mussolini, Stalin, die ganzen Typen. Dann hat man die vernichtet, dann ist die Welt zusammengewachsen, Vereinte Nationen, Love, Peace, Harmony, Hippies, wir lieben uns alle, ne? Und dann ist es vielleicht ein bisschen zu entspannt alles geworden. Und jetzt erlebst du gerade den Rückwärtstrend so ein bisschen, ne? Die Geschichte wiederholt sich gerade, überall kommen wieder eher so Populisten, so Rechte an die Macht, ne? Und meine Theorie ist, dass sich jetzt so eher so ein bisschen die republikanischen, die populistischen, die konservativen Mächte, nicht nur in Europa, sondern weltweit wieder so langsam durchsetzen. Und dann, in so 30, 40 Jahren, wenn die wieder so den zweiten Hitler hatten, dann kommt wieder die nächste Frühlingszeit, wo es wieder so entspannt wird. Und dann wiederholt sich das immer wieder. Also meine Theorie ist, dass Politik immer in so, also wirklich nur so eine Theorie, die mir kam, immer in so Zyklen verläuft. Weißt du? Wie siehst du das? Voll, ja, du bist ja genau auf 100 Jahre genau fast. Das ist ja genau. Die Geschichte wiederholt sich, hast du nicht das Gefühl? Doch, aber das Witzige ist, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Also bei Napoleon war es so, davor haben wir halt keine Aufzeichnungen. Wir wissen nicht, was bei den Mongolen war oder so, aber bei den Russen, überall anders ist immer dasselbe, weil das sage ich ja schon 20 Mal. Die Menschen ändern sich vielleicht ändern sich die Technologien, aber die Geografie und die Art und Weise, wie das Land strukturiert ist, ist immer dasselbe. Wenn neben dir alles flach ist bei den Russen, sind die russischen Eier immer am Schwitzen. Wenn sie umzingelt sind von Leuten, die ihnen nicht wohlgesonnen sind, müssen die expandieren, um sich zu schützen. Sonst kommen irgendwelche Mongolen rein. Ja, genau. Aber du bist jetzt gerade wieder auf dieser Kriegsebene. Und ich glaube, das haben wir 9-mal durchgespielt, das Geografie-Ding. Voll. Ich rede eher über Dinge wie, weiß ich nicht, dass man quasi, Beispiel, eine Diktatur, ne, eine Verteilung, dann in einer Diktatur lebst, rebellierst du gegen die Diktatur, gegen das System, willst mehr Individualismus, willst mehr Freizügigkeit, dann hast du diese Freizügigkeit, bis sie irgendwann ganz, ganz extrem ist und du diese Privilegien genießt, wie unsere Generation sie genossen hat von klein auf und auch unsere Eltern schon, ne? Die Großeltern nicht, aber unsere Eltern schon, die ersten quasi, so nach dem Wirtschaftswunder. Und dann irgendwann, wenn es dann nicht mehr so läuft, das Erste, was du machst, ist erstmal dann wahrscheinlich so sukzessive, also erstmal bilden sich dann die rebellischen Gruppen quasi, so wie sie sich damals gegen die Diktatur von links gebildet haben, bilden sich dann eher die konservativen Rebellen gegen diese Freizügigkeit, gegen diesen Individualismus, um quasi das, was du hast, zu verteidigen oder zu konservieren, auch aus Angst, was zu verlieren oder abzugeben. Und dann, wenn die an die Macht kommen in den verschiedenen Ländern, dann wird das wohl oder übel darauf hinauslaufen, dass man eher so ein bisschen sich isoliert wieder. Weißt du? Das Problem ist, dass einfach die Leute, das, was du sagst, was sich wiederholt, das Problem ist nur, dass die Leute, die Rebellen sind, sich nicht an das erinnern können, wozu das vor 100 Jahren geführt hat. Es gibt ja so viele Schimpansen, die dann sagen, nein, wie bei diesem Film Die Welle, die das dann angucken und sagen, nein, ich würde niemals, wäre ich mitmarschiert, ich bin absolut offen für alle Meinungen. Und dann siehst du irgendwelche Ideologen, Vollpfosten, Straßenklebermutanten, die dann dich zerfetzen, weil du einmal irgendwo falsch gegendert, gepronomt hast und auf einmal labern die dich komplett voll und wollen, dass du obdachlos bist und gecancelt bist. Die sind ja auch Goebbels, Mussolini, Himmler, die dein Konto dann einfrieren, aber die checken das nicht, diese ekelhaften Schimpansen, weil die können sich ja nicht an das erinnern. Weil das ist auch eine Form von Extremismus, meinst du? Ist genau dasselbe mit diesem Hakenkreuz. Was, du bist ein Jude? Und dann rennst du rum, das Problem ist nur aber, dass du es nicht offensichtlich erkennen kannst. Das heißt, du nur so, du bist der Weiße, warte mal, das sind nur Weiße, das ist nicht gut, da müsste noch ein Schwarzer, ein Asiate und das drin sein. Ohne dass man das merkt, macht man genau denselben Shit. Ja, wobei das mit dem,
Ja, ich finde der Vergleich, also ich weiß genau, was du meinst, du hast nur das falsche Beispiel genommen, finde ich. Kann sein, weil ja. Das mit dem, ich finde, also erstens, nichts, ja, dieses, lass mal dieses Ding weg, weil das hat mir direkt wieder den Kommentar mit diesem Antisemitismus, obwohl das ja gar nichts, der Jude war jetzt nur ein Beispiel, aber bitte nicht Juden nehmen als Beispiel in Deutschland. Ja, ich meine nur, das ist immer ein wirklich ein dummes Beispiel, nimm das bitte nicht. Ja, okay, dann nicht, dann, weil in Deutschland ist ja sonst nichts passiert. Ist schon vieles passiert. Ja, von damals einfach, bis jetzt. Ja, es ging ja nicht nur um Juden, es ging ja allgemein darum, dass sie ekelhafte Rassenlehre hatten. Aber ich glaube, das war wieder auch so ein Okkult oder was sie hatten. Aber jetzt mal unabhängig von diesem Kult und jetzt mal unabhängig von dieser ganzen Rassen, unabhängig von diesem, was sie da rassenmäßig ekelhaftes gemacht haben. Ganz unabhängig davon, alleine, dass du quasi, du musst ja nicht die Diktatur nehmen, es sind ja immer wieder Diktaturen auf der Welt. Es gibt kein besseres. So, es gibt keine bessere Diktatur als Adi. Adi ist der ultimative Diktator, das ist ja der Michael Jordan von Diktatur. So, der ist ja der ultimative, du guckst ihn an, in Wort und Schrift diskriminiert, ausgeführt, in der höchsten deutschen Effizienz ausgeführt und brachial ausgeführt. Du hast jede Form von, wie krass kann Diktatur sein? In China ist das ja wenigstens so ein bisschen, du checkst es nicht so wirklich. Weißt, sind die Uiguren da oder sind die nicht da? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Aber der Typ hat's gesagt, wird ausgerottet. Geschrieben, auf Gesetz, dann durftest du jemanden verdreschen und dann wurden Protokolle geführt, wie sie, deswegen ist das so ein perfektes Fallbeispiel. Worauf ich hinaus will ist, der Typ, wie so ein Jurist gerade. Ja, aber der Typ ist perfekt, er kann sich nicht verteidigen. Nicht mal OJ, sein Anwalt, könnte ihn verteidigen. Niemand, das war auch bei Nürnberger Prozessen so. Der Göring konnte gut kämpfen, als es um Angriffskrieg ging. Aber dann kam es zu den Juden und dann saß er nur da, ja, yeah, give me the, yeah, man, I gotta do what I gotta do. Der hat nur gestanden, der Göring. Da hat er den richtig, da hat er nur kassiert. Mit dem, was hast du da gegen die Juden gesagt, da gegen die Juden. Weil die nicht mal verstanden haben, dass es falsch ist. Darum geht's ja. Der Göring hat nicht gewusst, dass es falsch ist, gegen Juden so vorzugehen. Deswegen ist das Beispiel ja historisch so brillant, dass der Eichmann in Israel sitzt und sagt, ja, du hast das und das gemacht, du hast das gemacht, du hast 500.000 Leute deportiert, hattest du keine Gewissensbisse. Der dann so, hä, das waren doch Juden. So, dass er es nicht versteht. So, dass du diesen Straßen. Ja, weil die so indoktriniert waren, wie so ein religiöser Fanatiker. Sag ich doch, aber der Typ checkt nicht, dass er böse ist. Die denken, die machen was Gutes. Das war meine Pflicht als Deutscher, mein Volk zu dienen und den Parasiten vom Volkskörper zu trennen. Weißt du, an was mich das immer wieder... Straßenkleber! Das ist, die sehen nur Autofahrer, wir machen jetzt Schaden. Die wissen nicht, ob das ein Krankenwagen ist. Aber das die ist ja auch nicht. Teilweise, aber es ist ja immer so bei ganz krassen politischen Strömungen, die werden ja auch wirklich so endzeitapokalyptisch getrimmt. Weißt du, diese Klimakleber, das ist ja wie eine Sekte. Die werden ja wirklich, die wird eingeredet, ihr seid wirklich die letzte Generation. Viele, also klar sind da auch ganz normale dabei, die einfach nur einen guten Ansatz haben, nämlich die Umwelt und so, die nicht checken, wie, dass es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber viele, so diese Hardgainer, die Anführer, die sind so indoktriniert, dass sie wirklich daran glauben, dass die Welt in dieser Generation untergeht und die das jetzt machen müssen. Die werden wirklich mit so Endzeit-Sachen werden die konfrontiert. Also es gibt Bootcamps, wo so Straßenkleber hinkommen, so neue Klimakleber kommen da hin und die werden quasi hochgelevelt mit wie in so einer Sekte, so kultmäßig, damit die quasi sich da so drauf vorbereiten. Das ist halt das Krasse. Genau, hast du nicht gelesen? Ja, ich habe alles gesehen. Irgendwo wie die trainieren, wie die sogar trainieren, wie die da drauf gehen und so ein Scheiß. Auf jeden Fall, die wissen, dass es aber nicht stimmt. Die werden halt wie bei so einer Sekte und weißt du, an was mich sowohl das erinnert, als auch grundsätzlich bei so politischen Sachen, wenn die Leute so fanatisch sind, kennst du den Sirius-Fall? Nie gehört. Noch nie gehört? Noch nie in meinem Leben. Wirklich nicht? Null. Was ist das? Das war sogar hier in Baden-Württemberg. Das war ein Fall, boah, ich schieß mich nicht tot, in den 80ern, so 1980, ich könnte sogar rund 80 gewesen, so roundabout, ja. Da hat ein Typ, wie hieß der Typ, ist egal, ein Typ aus ich glaube, der kam aus, boah, wie hieß die Stadt da oben, Neumünster, so, irgendwo Norden, ganz, ganz rund Norden, ja. Der hatte gelebt mit seiner Frau, hat irgendwie ein Unternehmen für so Galvanisierung gehabt und so nicht. Das ist egal, was er beruflich gemacht hat. Auf jeden Fall ein Typ, der hatte ein bisschen Cash, war schon immer so ein Scammer, hat schon seine Kollegen immer abgezogen. Das heißt, so kriminelle Energie war da. Und der hat dann wahrscheinlich aus finanziellem Motiv, also man weiß nicht, ob er Lust am Morden hatte, aber also Vermutung ist finanzielles Motiv auf jeden Fall, ja. Oder es liegt halt nahe, hat der so eine Art Sekte gehabt. Der hat so Frauen, vor allem Frauen, um sich geschart. Und hat ihnen erzählt, er kommt vom Planeten Sirius. Hast du nie gehört? Das ist so das Nummer eins. Ich komme aus so einer Juristenfamilie. Das ist, glaube ich, das Nummer eins Fallbeispiel, was so Juristen an der Uni lernen, weil das halt so ein absoluter Präzedenzfall ist. Also er hat den Frauen erzählt, er kommt vom Planeten Sirius.
Und dann war irgendwie ist nach Baden-Baden ausgewandert, was er hier in Bavü ist. Und hat dann so jungen Girls, der war so Ende 30, Mitte, Ende 30, die waren so Mitte 20 Jahre jünger, hat den so erzählt, er kommt vom Planeten Sirius und er will mit denen da ein neues Leben anfangen. Aber damit die da ein neues Leben anfangen können, halte ich fest, müssen sie erstmal eine Lebensversicherung abschließen, wo er der Begünstigte ist, und müssen dann eine Form des Ablebens wählen, die nicht nach Suizid aussieht, sondern nach Unfall, damit die Versicherung ausschüttet. Und der Typ wurde dann verhaftet, weil eine von seinen Jüngerinnen sich versucht hat, in der Badewanne umzubringen. Also die sollte nach Hause fahren, sich in die Badewanne legen, sollte dann richtig perfide einen Kuchen backen, Tasche packen für den nächsten Tag. Also Dinge, die so aussehen, als hätte man nicht vor, sich umzubringen. Ja? Hat ihren genauen Plan gemacht, was sie alles machen soll. Und soll sich dann um Punkt 8 in die Badewanne legen, damit sie fertig gebadet zur Primetime, Fernseher schon anmachen, dass es wirklich aussieht, als wäre es ein Unfall gewesen. Und dann die Badewanne gelegen und sich umbringen. Und sie hat es dann auch gemacht, aber die Badewanne war nicht richtig geerdet. Dann hat sie ihn dann auch angerufen, damals Schnurtelefon, hat gesagt, ey, das geht irgendwie nicht. Und dann hat er gesagt, hier, nimm mal ein anderes Kabel und so. Die 4-5 Mal versucht sich mit dem Föhn in der Badewanne umzubringen, aber es hat nicht funktioniert, weil die nicht richtig geerdet war. Und dann ist der Strom nicht durchgeflossen durchs Wasser. Deswegen hat sie überlebt durch einen Zufall. Und dann hat sie gegen ihn ausgesagt und es gab noch eine Zeugin, die bei dem Typ war, so eine andere Sektenfrau, die sich auch hätte später umbringen sollen. Und die haben gesagt, ja, wir dachten, dass das Geld von der Versicherung, wie er es uns gesagt hat, dann genommen wird. Und damit zahlt er die Anzahlung, damit wir auf den Planeten Sirius reisen können. Aber dafür muss man auf der Erde sterben. Das ist einer der bekanntesten Fälle. Weil Anstiftung zum Suizid ist keine Straftat, weil Suizid kein Straftatbestand in Deutschland ist. Und deswegen muss jeder Jurist diesen Fall lernen, weil quasi die Sache ist, die man ihm höchstens nachweisen kann, dass er quasi da aus Habgier wegen diesem Versicherungsbetrug quasi gehandelt hat. Und dann kann man ihm versuchen, Mord anhängen. Ist mal die Kurzform. Das ist super interessant, dieser Fall, der Sirius-Fall. Ich liebe solche Fälle, das ist so krass, weil es gab mal so. Aber guck mal, was ich damit sage, weil wir gerade über Politik und Zyklen und bla und Klimakleber und Nazis und Indoktrinieren, diese Frauen, das waren ganz normale junge Mädels, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen verblödeten Hauptschülern, ganz normale junge Mädels. Nee, rückwirkend würde ich dir jetzt verblödet. Ganz normale junge Mädels? Nein, der Typ war richtiger Sexgott, der sah richtig fresh aus. Aha. Die sind dem verfallen. Die haben alle, ja, die dachten alle so, Liebe des Lebens. Das ist wie wenn, wie heißt nochmal dieses, wo die so Prostituierte, Love, wie heißt das, Sugar, wie heißt das? Loverboy oder so. Weißt du, was ich meine? Honey Trap, wenn die so dahin fahren nach Osteuropa und denen erzählen, hey, ich mach dir ein schönes Leben in Deutschland, Baby, und dann werden sie in die Prostitution verschleppt. Ja, vor allem das Witzige ist, dass die erst nach dem missglungenen Suizid erst die Aussage macht. Sie wirft so diesen Föhn da rein, dann Moment, was hab ich denn gerade getan? Als wäre sie wie so dann erst aufgewacht. Nein, nein, sie hat es ja 4-5 Mal versucht und dann aufgegeben, weil es nicht funktioniert hat in der Badewanne. Dann geht sie zu den Bullen. Dann geht wie gesagt, die genaue wann sie zu den Bullen gegangen ist oder ob die Bullen, ich weiß nicht genau, wie es die Bullen da eingegriffen haben. Auf jeden Fall lebt die heute noch. Ja, die muss man. Die lebt heute noch und so Journalisten wollten sie zur Rede stellen, aber die will sich nicht mehr äußern. Ja, hätte ich an ihrer Stelle auch nicht, weil die Story stinkt komplett zum Himmel. Ich wette, sie war der Typ, der diesen Sirius da ins Messer geliefert hat. Der Typ hat nur mehrere Leute auf dem Gewissen. Sie war nur die erste. Ist jemand wirklich gestorben? Ja, ja. Seine Frau zum Beispiel. Und das Geld landet doch immer bei ihm. Seine Frau. Das fällt doch auf. Seine Frau. Das ist ja auch aufgefallen. Das fällt doch seine super Frau, schnell auf. Ja, aber. Föderalismus, verschiedene Bundesländer, ah, ja, stimmt. Alle Akten und Papierform und Digga, ich habe die Doku darüber gesehen, irgendwann letztens auch nachts wieder und ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein, das ist gerade mal 40 Jahre her, 1980, dass die heute, obwohl sie eine Gerichtsakte haben, die Leute nicht mehr rausfinden können, weil sie in irgendeine andere Stadt ins Stadtarchiv müssen, was nicht digitalisiert ist, irgendwo runter, ja, die Akten sind vernichtet, das heißt, ein Fall, der vor 40 Jahren ist, du kriegst nicht mal mehr den Nachnamen von Zeugen raus. Obwohl das aufgeschrieben wurde. Das heißt, da müssen wirklich so Profiler rangehen mit so Akten, mit so Lupe. Ah, da müssen wir hier hin und dann dahin. Das ist unfassbar. Also alles, was damals war. Also ganz ehrlich, wenn man mit dem Wissen von heute damals gelebt hätte, du hättest jeden Tag jemanden ermorden können, du hättest jeden Tag irgendwo einbrechen können. Das ist ja alles so räudig gewesen. Das Einzige, was halt ist, mit dem Wissen von heute, du konntest ja damals nicht wissen, dass man rückwirkend DNA noch nachweisen kann. Es werden ja heute auch so Cold Cases deswegen gelöst. Aber ich sage, mit dem Wissen von heute könntest du in den 50er, 60er Jahren könntest du morden, rauben, töten, könntest der kriminellste Wichser aller Zeiten sein mit dem Wissen von heute. Weißt du, einfach nicht überall hinspucken, Kondom anziehen. Weißt du, was ich meine? Die werden ja heute wegen Sperma und Spucken und keine Ahnung, Haaren und so identifiziert. Reisepass. Reisepass vergessen. Amateure.
Nein, ich liebe solche Stories, Mann. Solche Stories können wir echt immer wieder uns geben. Ich liebe so Stories über so Psychopathen einfach. Das war auch so eine geile Story. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da war so irgendeine Piep im Livestream. Wirklich so eine Frau, so ein blondes, wundervolles Geschöpf. Ich weiß nicht warum, aber in den USA gibt es so ein Sammelbecken von Psychos. Diese ganzen, alle True-Crime-Podcasts wären ja obdachlos, wenn es keine Amis geben würde. Amis sind ja da, wo diese ganzen Psychos herkommen. Aber meinst du nur, weil die Amis härter ermitteln und härter durchgreifen? Da gibt es ja, halb Amerika sitzt ja in der JVA gefühlt. Nur deswegen gibt es da mehr? Und weil die deutschen Behörden die immer erst 80 Jahre später finden, nachdem sie schon tot sind? Liegt das daran, dass die Amis krasser kontrollieren? Dass da mehr gelöste Fälle gibt? Oder dass die Behörden vielleicht auch besser miteinander arbeiten? Weil der Seriesmörder ist deswegen so interessant, weil man da ja theoretisch mehrere Opfer hat, aber das quasi erst jetzt, 40 Jahre später, beleuchtet. Ah, guck mal, warte mal, der Versicherungsbetrug in da, dann seine tote Frau hier, was ein Unfall war. Oh, und die in der Badewanne, das war ja alles der gleiche. Und das hat man aber nicht miteinander kombiniert vor 40 Jahren, obwohl es das alles gab, weil dieser Datenaustausch nicht da ist. Ja, auch eine SWR-Redakteurin und ein SWR-Reporter, weil die in Baden-Baden sitzen, haben das einfach so drive-by zufällig in einem Podcast, die haben einen Podcast drüber gemacht, einen True-Crime-Podcast, zufällig in einem Podcast so gehört, pinnen wir euch unten an, der ist wirklich gut, und haben das quasi so drive-by jetzt herausgefunden, 40 Jahre später, da ist ja ein Zusammenhang, was jeder mit einem gesunden Menschenverstand checkt, aber wenn du die Daten nicht hast, weil verschiedene Behörden, die reden nicht miteinander, alles so zur Schreibmaschine, das war damals wirklich Wilder Westen. Und deswegen sind ja viele Serienkiller nie identifiziert worden. Guck mal, wie lange es bei Peter Kürten oder so gedauert hat, bis man dem die ganzen Morde zugeworfen hat. Der war ja auch so Ted Bundy von Düsseldorf, oder? Nein, Mann, ich wünschte einfach nur, da gibt es manchmal solche Psychos. Jetzt haben wir halt dieses, was die Psychos noch ans Tageslicht bringt, ist, wir haben so diese gefährlichste Zeit der Gesellschaft, wo Opfer glorifiziert werden. Also, ich weiß noch, zu unserer Kindheit, dass du dich ja geschämt, wenn du ein Opfer warst. Du hast dich ja geschämt, du hast ja keinem erzählt, dass du abgezogen wurdest, du verdroschen wurdest, dass dir die Hose runtergezogen wurde. Das kommt an, was gemacht wurde. Wenn dich jemand töten will, dann brauchst du dich ja nicht zu schämen. Ja, aber ich meine, wenn jemand irgendwie zu dir kommt und dann, ich hab Angst, so, das hast du ja nicht gesagt. Du hast ja diesen. Das kommt an, wenn das jemand in meinem Alter war, aus der Schule mein Pausenbrot geholt hat, dann habe ich es natürlich für mich behalten, sonst kriegst du am nächsten Tag 3 Pausenbrote gerippt. Genau. Das ist ja Zinseszins. Ja, aber ich sag dir nur eine Sache, du wurdest nicht gefeiert, weil dir dein Pausenbrot geklaut wurde. Nee, da gibt's einen Eierquetscher on top. Ja, Daddy. Pausenbrot geklaut bekommen, dann können wir Selfie machen. So, es gibt ja, du hast ja keine Applaus bekommen. Da gab es nicht mehr Handys, wo wir in der Schule waren. Das, darum geht's ja. So, aber jetzt hast du dieses ganze Baden im Opfersein. Oh mein Gott, schau mal, was für ein Opfer ich bin. Go, girl, du bist ein Opfer. Aber es kommt auch an, um was es geht. Also bei schlimmen Dingen, wie versuchter Vergewaltigung so, ist es ja auch richtig so. Da hast du den Payoff am höchsten bei versuchter Vergewaltigung. Ja, aber ich meine, da ist aber richtig, dass. Nee, wenn du als Vergewaltigterte VergewaltigtInnen an die Öffentlichkeit gehst, ist ja der Payoff am maximalsten. Hast du gesehen bei Amber Heard? Aber genau, aber das hast du, genau, du nimmst aber wieder das Negativbeispiel. Nur negativ. Genau. Es gibt ja wirklich Opfer, ja. Und die haben auch den vollen Zuspruch verdient, und es gibt halt Leute, die es ausnutzen, aber du kannst nicht nur wegen Leuten, die ein System ausnutzen, Leute, die Leid erfahren haben. Jetzt. Das war nur die erste Säule. Ganz kurz. Oldschool, unsere Kindheit. Ja. Du musstest am schnellsten springen. Ja. Du hattest die besten Noten. Ja. Auch da musst du aufpassen, welche Schule du bist. Nur mit den besten Noten, aber ja. Genau, manchmal. Beste Noten. Und der Herr mit den besten Noten. Marvin Endres, 1,0. Dein Papa steht da. Mein Sohn. Lecker. Weitsprung. Ehrenurkunde. Marvin Endres. Du musst was schaffen. Jetzt bekommst du als Fettsack, der wegen Asthma einen Kollaps kriegt und da liegt und das postet. Du bist ein Held, du bist wundervoll, so wie du bist. Luschen und Opfer werden ja jetzt gefeiert. Das ist jetzt nee, jetzt ja, kommt der Punkt. Pädagogisch, nein, jetzt gar nicht kommt so der falsch. Punkt. Nein, jetzt kommt die Psychostory, zu der ich jetzt komme. Ja, okay. Das heißt, Psychos, die Aufmerksamkeit haben wollen. Das kannst du nicht aussuchen, das ist Roulette. Jeder hat, wenn jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat und Aufmerksamkeit will, dann sucht er die. Er sucht einfach nur, er überlegt einfach nur wie. Früher war es so, du hast einen Michael Jordan gehabt. LeBron James, die ist okay, ich muss jetzt so krass Basketball spielen, nonstop, bis ich köstlich bin. Okay, ich kann was, ich kann Skill kombinieren mit meinem Aufmerksamkeitsbedürfnis, los geht's. Die anderen haben nichts gehabt. Die so, ich würde gerne in der Öffentlichkeit sein, die waren dann bei der Arbeit, haben bei der Arbeit manchmal einen Witz erzählt und dann, sind die köstlich. So wie bei mir das war, ich wusste nicht, dass das etwas ist. Ich war immer nur in der Schule, hab scheiße geredet, alle haben sich den Arsch abgelacht, ich war so, jawohl. Ich dachte, das war mein Leben. Ich bin ab jetzt nur noch Programmierer,
der in den Mittagspausen lustige Storys erzählt. In meiner Schule, überall anders. Weil ich weiß nicht, wohin das hingeht, dieses Dreckslabern. Ich wusste nicht, dass es eine Karriere sein kann. Ich habe immer nur Knast damit deswegen angedroht bekommen. So, aber jetzt haben wir diese gefährliche Zeit. Selbst ich in meiner Lügen-Prime habe meine Storys immer so erfunden, dass ich besser dastehe. Ich sag, guck mal, da waren drei Typen, da hab ich verkloppt hier. Ich ganz allein hab die verkloppt. In Wirklichkeit haben dich drei Typen verkloppt. Natürlich, aber ich erzähl das nicht. Obwohl ich so ein blauen Auge war, du musst die anderen angucken. Die sehen noch beschissener aus. So wie Rocky habe ich das erzählt. Jetzt haben wir diese gefährlichste Zeit der Menschheitsgeschichte, dass Leute Aufmerksamkeit sehen. Und die sehen, wer kriegt Aufmerksamkeit. Hey Leute, coming out oder Schniedel ab oder ich bin ein Opfer oder ich wurde gerade attackiert. Du hast diese Leute, die am meisten Aufmerksamkeit kriegen, sind die, die eigentlich. Die sich verlässlich zeigen, genau, die früher gemobbt wurden. Die eigentlich ein Opfer sind. Die sind ja ein Opfer. Die sind im falschen Körper geboren. Die sind ein Opfer. Ist ja schlimm für die. Und jetzt haben die es korrigiert. Das heißt, die sind aus ihrem Opfertum herausgekommen. Und dann sagt man: Held. Ich bin fett, bin trotzdem Model. Ist wunderschön. Ja, aber, das, per se, guck mal, bleib mal kurz bei dem Fettbeispiel, weil das ist eins der wenigen, was kein Fettnäpfchen ist, kurioserweise. Todes. Alle anderen sind so hart, du bist wirklich wieder am Fettnäpfchen wandelt. Das ist so schlimm. Was? Ich habe bei jedem einzelnen Ding direkt schon wieder im Kopf, wenn mich irgendwelche Behörden anschreiben. Nein, aber guck mal, lass das mit dem Fett nehmen, weil dünn und fett ist das harmloseste von all den Beispielen. Da fühlt sich auch niemand verletzt, weil ich weiß genau, was du sagen willst, ja. Aber aus dem Kontext aber gerissen. Etwas ist falsch mit deiner Ausgangsposition. Genau, ich weiß. So, guck mal. Für die Gesellschaft ist dünn besser. Man sagt aber, hey, du bist fett, du bist trotzdem toll. Empowerment. Was ich per se gut finde. Statt zu sagen, dass du abnehmen sollst, weil es dir für deine Gesundheit, du bist ja krank. Nein, aber das kann man. Was heißt krank? Naja, du begünstigst Insulinresistenz hoch, Blutzucker erhöht, mehr Biomasse, mehr ATP geht fürs Fettgewebe drauf, weniger Energie, Krankheitsrisiko für alle Krankheiten steigt. Aber ist doch gut fürs Rentensystem. Rennsystem ist top. Also wenn du deinen Vater fragst, hey, sei weiter fett, noch fetter, hier ist noch ein Big Mac. Nahrungsindustrie, Pharmaindustrie, das sind die Branchen, die wir noch haben. Das war auch geil, wo dein Vater mir diese Corona-Statistik gezeigt hat. Welche? Dein Papa, ich habe mit deinem Vater. Wie viele Menschen gestorben sind, meinst du? Ging der so, boah, wie viel wir gespart haben. Fürs Rentensystem. So in Corona siehst du diese Zahlungsansprüche, wie die so runtergecrashed sind. So, die haben so Kalkulationen gehabt, in den nächsten 2 Jahren hätten wir so viele Zahlungsanforderungen, aber dadurch, dass so viele alte Knacker verreckt sind, haben die voll viel Geld gespart. Du musst überlegen, die haben ja 30 Jahre von monatlichen Zahlungen gespart. Also für deinen Vater meinte, das war das größte Ersparnis, diese Corona-Zeit. Jackpot. Ja, aber ganz kurz, dann lass mal noch kurz bei diesem Fett und Dünn bleiben. Lass mal noch bei diesem Fett und Dünn bleiben. Natürlich ist es richtig, dass es vielleicht, wenn man jetzt wirklich extremes Übergewicht hat, gesundheitliche Nachteile hat. Aber das wissen die ja. Und es sagt ja auch keiner, ey, voll geil, friss weiter und drück dir noch 9 Big Macs rein. Aber dass man sagt, ein Mensch ist weniger wert oder nicht liebenswert oder so. Darum geht's ja. Oder lass ein anderes Beispiel nehmen. Jemand hat eine Behinderung, er kann doch nichts dafür. Dann ist die Person trotzdem genauso viel wert wie eine ohne Behinderung, aber sie kann ja nicht bei Olympia mitmachen, sondern Paralympics dann. Also ich finde es vollkommen richtig, dass man Leute mit egal welchem Handicap, ob jetzt kognitiv, körperlich, dünn, dick, schön, hässlich ist das beste Beispiel. 99% der Erde sind doch hässlich, wir sind selbst beide ein bisschen hässlich und das ist doch nichts Schlimmes, sondern jeder Mensch soll sich gut fühlen, wie er ist, verstehst du? Weil ansonsten hast du diese destruktive Denke und dann ist die Suizidrate höher, was wiederum gut fürs Rentensystem ist. Was wolltest du sagen? Ja, auf jeden Fall, diese ganze Story mit diesen ganzen Scheißdingern, was ich da verzapft habe, war, um auf folgende Story hinauszukommen. Auf jeden Fall gibt es in den USA diese eine Frau, diese Psychofrau, die so eine Story macht, hart aufgewühlt, mit so verzottelten Haaren, geheulend, wie sie erzählt, da waren 2 Mexikaner, die haben mich verfolgt und die wollten mein Baby kidnappen, die sind mir hinterhergelaufen und die wollten mein Baby kidnappen. Ich bin gerannt ganz schnell in mein Auto und haben die gegen mein Auto gehämmert und dann haben die gegen mein wie heißt das, Kinderwagen gegriffen. Ich bin ganz schnell weggefahren, Leute, ist so schwer. Milliarden, Gesillien von Likes bekommen. Ja, aber genau, weil alle jungen Mütter und Frauen, die schon mal in einer schlimmen Situation waren, irgendwie relaten können. Das ist wie, wenn du ein Reel machst, bist du der Repräsentant von irgendwem und du machst halt ein Reel über was, wo viele relaten können und wenn es stimmt, super schlimm, plus Mitteilungsbedürfnis schön, wenn du aber nur Mitteilungsbedürfnis hast und einfach nur irgendwas erfindest, um Aufmerksamkeit zu kriegen, dann finde ich es eklig. Ja, legendärer Plot-Twist. Genau, weil das halt auf den Nacken von all denen geht, denen wirklich was Schlimmes passiert. Aber geh mal davon aus, es stimmt, dann finde ich den Content legitim, wenn es unbedingt sein muss,
weil da ein bisschen Aufklärung dann auch entsteht und vielleicht sensibilisiert wird. Wenn es aber gelogen ist, dann finde ich es richtig ekelhaft. Ja, so war das auch. Sie hat die zwei Mexikaner gezeigt, hat die beschrieben. Dann wurden diese zwei Mexikaner bis in den Tod geschitstormt, diese zwei Mexikaner. Die haben Nachrichten bekommen ohne Ende. Ihr seid Abschaum, bla bla bla. Deswegen müssen Mexikaner raus aus den USA. Deswegen bla 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 bla. Meinst du, das wurde eingesetzt, um so gezielt ein bisschen Rassismus zu... Nein, komplett hoch eskaliert. Dann haben die Bullen angerufen, diese Amis haben gesagt, hey, excuse me, ma'am. Haben die an deinen Kinderwagen gegriffen? Und die so, ja, ich hab die gegriffen, wollten mein Kind, wollten die schnappen und verkaufen. Gut, das waren die beiden Brüder von Los Boyos Hermanos, die haben das Kind vielleicht gebraucht. Vielleicht, auf jeden Fall haben die da dran gegriffen und die dann so, okay, ma'am, dann ist das versuchtes Kidnapping. Dann haben wir bestimmte Rechte, das in einer höheren Eskalation zu verfolgen. Das heißt, dann haben die Rechte, überall, wo sie war, GPS-Daten ihres Handys, alles zu nehmen, damit dieser Fall gelöst wird. Weil das ist hoch. Das ist nicht falsch parken, sondern versuchtes Kidnapping. Und Kinderwagen, falsch parken ist auch noch mit drin. Alles ist mit drin. So, und dann auf jeden Fall haben die angerufen und geguckt, okay, wo warst du da? Okay, ma'am, where was it? Da. Auf einmal gucken die Überwachungskameras vom Supermarkt an, vom Parkplatz an, ist ja alles bewacht. Shit. Auf einmal gucken die sehen diese zwei Mexikaner, die hinter ihr standen. Aber sie ist an den zwei Mexikanern vorbeigefahren. Also, es war beim Einkaufen, zwei Mexikaner stehen da. Sie geht dran vorbei und guckt die an. Und geht dann weiter. Das war wie du auf dem Schulhof, diese Variante, die gepimpt wurde. Weißt du, du auf dem Schulhof, wo die drei Typen von dir verdroschen wurden? Wie hast du sie verdroschen? Nein, da war aber nichts. Sie ist einfach nur dran vorbei. Ja, genau. Du wurdest verdroschen, hast am Schulhof erzählt, ich habe die verdroschen, weil die Story besser ist und du Fame gekriegt hast. Nur jetzt ist dieses Fame Social Media, was Milliarden Menschen sehen können. Und wenn du dann eine Fake-Story erzählst, kriegst du halt Todesaufmerksamkeit. Ja, aber sie hat nichts transformiert. Sie ist einfach nur mit dem Kinderwagen dran vorbeigelaufen an diesen zwei Mexikanern, hat die angeguckt und ist dann zu ihrem Auto, Kind entladen. Sie hat transformiert, aus dem Vorbeilaufen ist, die haben sie bedrängt geworden. Genau, also sie guckt die an und hat dann irgendein Vorurteil wahrscheinlich gehabt. Ich verstehe nicht mal, wie dieses Gehirn funktioniert. Das heißt, sie läuft an diesen zwei Mexikanern vorbei und denkt sich, boah, Mexikaner. Dann laufen dran vorbei. Mein Kind retten vor denen. Und dann ist sie in ihrem Kopfkino so krass eskaliert, dass sie dann gedacht hat, oh, was ist, wenn die mich verfolgen? Was ist, wenn die? Und dann kommt sie auf die Idee, boah, was ist, wenn ich das posten würde? Dieses Posten und ich bin ein Opfer. Bei uns wäre gewesen, oh mein Gott, ey, fuck, ich kann doch jetzt nicht erzählen, dass ich Angst vor denen hatte, Alter. Brr, weiterlaufen. Nix ist passiert. Sie hat das Gegenteil von woke gemacht. Sie läuft dran vorbei. Ich habe meinen Kofferraum aufgemacht, den erstmal ein paar Kinder verkauft, oder nicht? Ey, die Frau ist jetzt im Knast, die dumme Lesbe. Weil die ist jetzt im Knast. Wir müssen das piepen. Weil sie hat es adoptiert. Sie ist wirklich eine Lesbe. Was soll ich machen? Dann muss ich denken, das ist homophob. Sie ist eine Lesbe, die das Kind adoptiert hat. Du bist so ein Tschetschener. Ja, auf jeden Fall. Sie hat das Kind adoptiert. Ich mag Lesben übrigens. Meine beiden besten Freundinnen sind Lesben. Ja, aber diese Peace Frau da, wer auch immer das ist, Alter, sie läuft rum. Sie du liebst doch die beiden auch. Ich liebe sie auch. Auf jeden Fall, diese Frau läuft an diesen zwei Mexikanern vorbei, dreht sich um und macht daraus, die haben mich verfolgt und wollten mein Kind schnappen. Und jetzt sitzt sie im Knast und die zwei Mexikaner kassieren hart viele Entschuldigungen wahrscheinlich. So, und das meine ich, diese Psychos, die jetzt narzisstisch sind, die dann denken, this could be my 15 minutes of fame. Aber dann noch zu heulen. Wir können nichts mehr ernst nehmen, wenn jemand irgendwas erzählt. Wie denn? Believe everybody. Das ist der gefährlichsten Zeit der Menschheitsgeschichte. Dass wir Opfer heroisieren, plus die werden hart dafür bezahlt. Verstehst du, was ich meine? Psychos! Wie dein Anwalt, den du gestern getroffen hast, wo du meinen Arsch gerettet hast. Boah, wir dürfen da gar nicht drüber reden. Doch, das ist witzig. Allein jetzt schon, dass du überhaupt, also ich kann es nur kryptisch sagen. Ich hatte gestern einen Termin mit einem Geschäftspartner, der wiederum hatte einen Kumpel dabei. Und der ist Journalist, dieser Kumpel. Und der mit einem anderen zusammen machen gerade so ein Enthüllungsding über so Fake News. Und der erzählt so, ja, dieser Andrew Tate ist ganz schlimm und so. Und in Deutschland kommt das ja jetzt auch. Da gibt es voll viele, die verpacken das dann so clever und so. Ich so, keine Ahnung, wen gibt's denn dann? Er so, ey, es gibt diesen Salim Samatu. Und ich dachte, das wäre ein Hinterhalt. Ich dachte, es wäre ein Hinterhalt. Aber der wusste nicht, wer ich bin. Weil er nur deine Schnipsel gesehen hat, wo du so alleine so vom Handy bist. Und der dachte tatsächlich, dass du alles ernst meinst. Der hat nicht gecheckt, dass es Satire ist. So, du nimmst ja ein Thema, wo ein bisschen Wahrheit dran ist und machst es bewusst überspitzt. Wie hast so du heute, die Nummer von dem? Wie so heute Show, gar nichts von dem. Sicher. Nichts von dem will ich haben. So, ja, aber der macht eine Enthüllung, da müssen wir noch mitmachen. Guck mal,
ich muss so sneaky, den, das erkläre ich nach der Folge. Auf jeden Fall, wir sind mitten in der Folge, du vergisst das, glaube ich, manchmal. Ah ja. Ja, kann jetzt nicht anrufen. Und Sally macht das ja bewusst überspitzt, ja, um so ein bisschen den Spiegel vorzuholen, dass man selbst dann anfängt nachzudenken. Und der hat alles für bare Münze genommen. Ja, dieser Typ ist ein Feind des Staates, anscheinend der Medienfreiheit, der macht alles kaputt. Ich sehe, dieser Typ ist einfach ein Satiriker, der ein politisches Thema ein bisschen intelligent beleuchtet und dann aber genauso vercrackt. Der macht, beleuchtet beide Seiten sehr, sehr intelligent und sehr, sehr bescheuert. Und irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Das ist einfach nur Satire. Und der ist voll angefangen zu spitzen. Ach so, das ist Satire. Ich dachte, du meinst alles ernst. Das war so witzig. Aber der wollte einen Enthüllungsartikel über dich machen, bis er gecheckt hat, dass du eine von den Güten bist. Wanna be like Mike. Digga, das ist heftig, Mann. Du wurdest ja auch letzte Woche ge-Andrew-tated, wo auf einmal all deine Apps und so weg waren. Boah, Digga. Deswegen, als ich sowas gehört habe, Alter, sowas... Aber wir waren doch eben bei diesen Politikzyklen. Glaubst du daran, dass es wirklich ist so wie so Sommer-Winter mit dem Gut-Böse? Es ist ja fake. Ist ja alles fake. Das ist ja nur bei uns so. Guck mal, das Problem ist, wir denken, wir sind eine Welt. Jetzt, wo schon Neuseeland und so war, das ist immer dasselbe. Da ist immer dasselbe. Australien ist immer dasselbe. Bali, Indonesien ist immer dasselbe. Nur wir Schimpansen, weil wir in diesem europäischen, versnifften, auf engstem Raum WG-Kontinent leben. Das hier ist ja nicht umsonst der blutgetränkteste Boden der Welt. EU, guck doch mal, was wir sind, Alter. Wir sind so kleine Furzflecke und nebendran gehen wir über die Grenze. Wir können nicht mehr mit den anderen reden. Franzosen verstehen Deutsche nicht, Deutsche verstehen Slowener nicht, Slowener verstehen Ungarn nicht. So jeder ist fremd irgendwie, aber eng beieinander. Das ist ja für Krieg gemacht. Dann ist alles flach, so ein perfekter Paranoia-Kontinent. Aber vergisst du nach Neuseeland? Nach Fiji, nach Bali. Hello, Sir, hello, Sir. Warum sind die Balinese die Einzigen, die nicht die Eier kratzen zur Begrüßung? Ja, weil die arbeiten da permanent. Die anderen sind ja nur so. Das meine ich doch, aber dann gehst du nach, ich weiß nicht, Brasilien vielleicht. Brasilien ist schon ein bisschen anstrengend. Argentinien, wenn die Peronen wegkicken würden, dann würde das klappen. Aber ich meine doch, es gibt viele Länder, wo... Also das heißt, meine Theorie bezieht sich, kann sich nur auf die westlich geprägte Welt beziehen. Ja, oder Joe, überleg mal USA. USA ist doch seit Bill Clinton derselbe Shit. Von Bill Clinton bis jetzt immer derselbe Trick. Kriege irgendwo zu machen, Cash abkassieren, Geld nehmen. Der Amerikaner ist der Amerikaner. Der kennt eh nicht, was in der Welt drumherum geht. Digga, aber Bill Clinton ist auch noch nicht lange her, der lebt ja noch. Ja, aber wir haben sonst keine Erinnerung. Wir wissen ja nicht, wie der Kalte Krieg war. Der Kalte Krieg war ja noch, aber das ist ja leider in unserer Erinnerung. Ich glaube, die letzte Erinnerung vom Kalten Krieg ist im Rachen von Monica Lewinsky irgendwie verschwunden, ne? Die ist wirklich wieder verschwunden, deswegen. Aber Politik ist immer so Down-Thema, Alter. Ich schwör's dir, das ist immer so dreckig. Weiß nicht, was man macht so bei dieser Politik, Alter. Man selber checkt's eh nicht so ganz, Alter. Man kann nur so spekulieren. Ich sag ganz ehrlich, nachdem Prigozhin tot war, Alter, bin ich raus aus diesem ganzen Scheiß, Alter. Fuck that. So ein Prigozhin, dachte ich, es wird eine richtig schöne GZSZ-Telenovela, Plot-Twist, aber jetzt, seitdem der weg ist, Alter, habe ich gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das ist ein bisschen wie bei... Boah, Digga. Das ist ein bisschen wie bei Pokémon. Weißt du, wo am Anfang das noch so Gary, was noch ein krasser Rivale war, und dann später diesen komischen, rothaarigen Willy da und diesen ganzen grünhaarigen Wichser. Das sind ja keine echten Rivalen mehr, wo du dir Sorgen machst. Weißt du, bei Rubin Saphir, dieser vercrackte Typ, der da kam, ich dachte mir so, Alter, der hat so einen Schal angehabt. Weißt du, da brauchst du ja nicht mal Glurak für den Typen. Ich würde so gerne jetzt neu beginnen. Einfach so von neu in die Schule gehen. Ich würde so gern entweder Geheimdienstmitarbeiter, nicht Kripo, sondern irgendwas mit Waffen, Alter. Ich würde so Söldner werden. Ich würde so Wehrdienst für die Schweiz machen. Weil, guck mal, wir haben ja nie drüber nachgedacht, dass wir jemals wieder Waffen brauchen. Wir haben nie drüber nachgedacht, wie es ist rumzu... Überleg mal, wie wir aufgewachsen sind. Oh, Wehrdienst, gut, danke Gutenberg, dass es keinen Wehrdienst mehr gibt, du Penner. Fragen. Wir haben nicht drüber nachgedacht. Wir dachten, hä, Krieg, das ist nur was für... Ja, nicht verwechseln. Gutenberg erfand den Buchdruck, ne? Zu Gutenberg, die Kopie, das ist ein Unterschied. Ach ja, genau, zu Gutenberg. Der eine hat Druck erfunden, der andere Kopie. Genau, aber jetzt, wo ich so sehe, Ukraine, Dings, Russland. Selbst wenn mir eins von beiden was bedeuten würde. Angenommen, ich wäre ein Russe. Und angenommen, ich wüsste, meine Verwandten werden angegriffen. Ich könnte nichts machen, das würde mich voll abfucken. Ich wäre einfach nur einer von diesen, die nach vorne rennen würden und dann so Kugeln kassieren würden. Aber so jemand, so richtig Söldner zu sein, könnte ich mir voll vorstellen. Söldner, so Scharfschütze. Du bist gern Söldner. Söldner wäre richtig fresh, ich hätte richtig Bock drauf. Hast du nicht irgendwas vom Psychopathen erzählt? Du willst als Scharfschütze Leute erschießen? Nicht erschießen, ich will einfach nur wissen, wie es geht. Ach, und streicheln so ein bisschen mit einer Feder vorne. Ich würde drin. Gerne irgendwo sein, von der Ferne. Und dann du wärst gern Scharfschütze, um zu wissen, wie es geht. Genau. Einfach nur für den Fall der Fälle. Du kannst auch eine Schießübung machen. Für.
Da muss man nicht Scharfschütze sein und eine Militärlaufbahn in der Schweiz machen, um zu wissen, wie man schießt. Doch, du musst doch das trainieren. Wo kannst du sonst so umsonst trainieren? Du wärst kein Scharfschütze und würdest so bei so G20-Gipfel da so Leute verteidigen. Nein, ich will keinen abknallen. Mich fuckt ab, dass dieser Skill, über den ich nie Gedanken gemacht habe, ich habe diesen Marokko-Wehrdienst gemacht, da haben wir nicht richtig geschossen. Das war ja nichts, war nur Wüste. Mehr war das ja nicht. Aber dieses richtigen Skill Scharfschütze, so von einem Kilometer Entfernung, so ein Rohr zu gucken, Luft anzuhalten und dann alles anzuspannen und dann den, du siehst, wie er geht und du machst es dann so weiter vor und dann geht er. Und da könntest du theoretisch ein Land retten. Mit einem Scharfschützen. Wenn du dann den richtigen Typen triffst, der gerade auf dem Weg zum Atomknopf ist und du schaffst, und der ist super top bewacht, und du schaffst, den rauszunehmen. Welt gerettet. Einfach nur, dass wir diesen Skill nicht haben. Oder ich würde gerne Kriminelle jagen, weil ich würde die so schnell kriegen. Mir würde sowas nicht passieren wie dieser Kürten. Ich würde 2 Sekunden. Ich so, was hat er gemacht? Okay, wo war der? Okay, was würde ich tun? Ich wäre wahrscheinlich hier. Ich hab ihn. So. Digga. Weißt du, wie bei Bane? Ja, ja, kennst du bei Bane, wo ja, ja. Den Batman so fängt? Aber das ist, du wärst eh der Schlimmste, weil du würdest immer so Kürtens vorschieben für deine ganzen Morde. Ja, yeah, das war safe, der Kürten, was? Nein. Wie sah der aus, so ein langhaariger Marokkaner, der dich so vergewaltigt hat? Interessant. Nein, ich sehe manchmal diese Scam-Dinger, die passieren. Aber diese Günders sind zu überfordert. Bis es zu einem richtigen, krassen Günder kommt. Der Günder muss ja mit Erfahrung lernen. Entschuldigung, haben wir auch schon mal so einen Fall gehabt? Können wir mal gucken, was da passiert ist hier? Können wir gucken, was da... Ich sehe das ja, wie diese Kripos mit mir geredet haben, die mein Handy beschlagnahmt haben. Das sind ja, die ist bei vollem Respekt, wenn ich sage Schimpansen, aber die wissen nichts von dem Leben. Die wissen nicht, wie man betrügt, weil die haben ja nie etwas gemacht. Es ist ja was anderes, wenn du jemandem beim Kämpfen zuguckst und dann wirst, hey, okay, das könnte so sein. Oder wenn du selber gekämpft hast. Dann kannst du viel einfacher, aber dieses ganze System blockiert sich selbst, weil du nie Kriminelle reinholen darfst. Dann hast du nur naive Trottel. Ja, das meinst du, wie bei den, also sowohl USA als auch Russen als auch China machen ja Folgendes. Die machen das nur. Sie Cyberkriminelle holen. Nicht nur Cyber, alle Kriminelle. Und die aber für ihre IT-Sicherheit dann einsetzen. Sagen, hey, du kannst in den Knast gehen oder du kannst hier als IT-Sicherheitstyp arbeiten mit Fußfessel. So. Alles komplett. Also du musst einfach mal überlegen, dieses ganze Nord Stream beschützen. Wessen Aufgabe ist das? Das ist Aufgabe von fucking BND. Der BND ist für Terrorismus da. Gegenüber den, okay, was gehört. So, und dann passiert so etwas apokalyptisches. Operation Gehlen. Ja, sag ich ja. Organisation Gehlen. Genau, Organisation Gehlen. Auf jeden Fall diese ganzen, deswegen, mich fällt einfach auf, dass Schweiz eigentlich schon immer mein Land gewesen ist. Aber ich habe mich die ganze Zeit die Frage gestellt, wenn wir immer über Schweiz und so geredet haben, warum bin ich nie vorher drauf gekommen? Weißt du warum? Weil Deutschland war ja Schweiz. Unter Angela Merkel. Das war ja Schweiz, de facto. Am Anfang vielleicht noch. In den Bis zu ihrem Rücktritt war Deutschland Schweiz. Waffen verkauft, an jeden Typen reingedrückt, das immer so weggewischt, mit jedem gleichzeitig gedealt und nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja, das können ja sein, das wird das dienen, da müssen wir wirtschaftlicher Zusammenarbeit dienen. Ching, ching, 2 Checks abgeholt. Da müssen wir das dienen, dann ching, ching, abgehakt. Egal, wo sie hingegangen ist, du verstehst kein Wort, was sie labert. Sie war Schweizerin. Sie war die OG Schweizer Politik. Ja, sie war diplomatisch auf jeden Fall versiert, ja. Genau, aber das erst seitdem diese Leute da sitzen, jetzt, und sich auf eine Seite schlagen, merke ich so, ey, warte mal, das ist gar nicht mein Land, Alter, wo bin ich hier überhaupt? Ich wach so auf. Das sind überhaupt nicht die opportunistischen deutschen Kameraden, die ich geliebt habe. Das sind jetzt voll die Hurenböcke auf einmal. Ich muss weg hier, fuck. Ich hab Schweißausbrüche bekommen. Schweißausbrüche. Richtige Schweißausbrüche. So jeden Tag, wo ich aufgewacht bin, innerhalb von deutschen Grenzen, nachdem mein Handy beschlagnahmt wurde, war ich so, ich muss hier weg, fuck, mal. Wirklich Panikattacken bekommen. Jedes Mal, als wir hier rumgelaufen sind, du weißt ja noch, jetzt. Wanna be like Mike. Jetzt hier, ich hab nur Panikattacken bekommen. Immer, wenn ich irgendwas mit Habeck gesehen hab, war ich so, aha, der vertritt ja mich, der Hurenbock. Ich muss hier weg. Und weißt du, was das Ding ist? Wenn man keine Chance hat, einfach so das Land zu verlassen, kann man zumindest Folgendes tun. So tun, als ob man das Land verlassen würde. Und damit kommen wir zum Werbepartner der Woche. Vitamin X Werbung. Diese Folge wird präsentiert von CyberGhost VPN. Eurem besten, köstlichsten VPN und meinem vor allem. Ich nutze es jeden Tag, um irgendwie anzuschauen, wenn ich mal so eine Algorithmus-Auffrischung brauche, dann setze ich sehr gerne den Algorithmus auf Japan oder Südkorea. Weil dort diese Typen, was die da für Stories raushauen und die da für Videos posten, das ist wirklich jeder von denen ist so ein kleiner Scorsese.
Und manchmal stelle ich es auch auf Nordkorea, das ist witzig. Da kommt nichts, Alter. Es ist einfach nur krrr, krrr. Das ist richtig schade. Das ist richtig unnötig, einfach VPN auf Nordkorea stellen. Nee, ich glaube, wenn ihr in Nordkorea seid, dann nutzt dieses Angebot. Aber wenn ihr nicht in Nordkorea seid, zum Beispiel in Deutschland oder eigentlich egal wo, auf VPN kannst du ja eigentlich nicht nur das machen, was Salim gerade gesagt hat, sondern vor allem lohnt sich das für sowas wie Netflix und so, ne? Nicht nur Netflix, du kannst ja theoretisch eigentlich von allen Streamern auf der ganzen Welt, von allen Sendern die Inhalte gucken, einfach dein Land wechseln. Hast du sonst noch ein Anwendungsgebiet? Das ist das beste Anwendungsgebiet und vor allem für Nachrichten ist das super, super toll, weil da kann man so sehen, so ein bisschen Nachrichten, was die anderen, was die andere Welt so juckt. Dann fällt uns ganz schnell auf, dass die Erde schon sehr groß ist. Dass wir immer in Europa denken, wir haben hier immer alle 100 Jahre einen Zyklus und so. Aber wenn du woanders hingehst, dann ist die Welt gechillt einfach, Leute. Wirklich, wenn ihr Neuseeland VPN einstellt, langweiligste. Ich sag direkt zurück, Vegemite-Geschmack bei dem VPN. Ne? Neuseeland können wir auch nicht empfehlen, aber ansonsten können wir eigentlich Japan relativ viel empfehlen. Japan ist lecker. Japan ist top. Sonst kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut empfehlen für Nachrichten, outsourcen. Manchmal auch, um so ein bisschen zu pfennigfuchsen, wenn ihr zum Beispiel seht, dass so ein bestimmter Anbieter für bestimmte Länder andere Angebote hat, wie zum Beispiel Netflix ist bei Polen viel billiger, dann sitzt du auf Polen, schließt dein Abo ab und dann sparst du ein paar Groschen und dann ist das super, super toll und wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch. Genau, wenn ihr auch die Vorteile von CyberGhost VPN nutzen wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Wir haben wirklich ein absolut krankes Angebot. Ihr kennt es schon, wenn ihr schon mal Vitamin X gehört habt. Vitamin X und CyberGhost bieten euch 83, wirklich eine 8 und eine 3, ich musste auch ein paar Mal blinzeln, 83% auf den 2-Jahres-Plan. Das sind genau 2,03 € im Monat und ihr kriegt nochmal 4 Monate for free on top zum 2-Jahres-Abo. Einfach auf cyberghostvpn.com/vitaminx, da findet ihr dieses exklusive Angebot. Und ihr habt einen 45-Tage Geld-Zurück-Garantie und 24-Stunden Customer Service in German. Die sitzen irgendwo in Bukarest, ne, wo alle Legenden sitzen, haben aber einen deutschen Kundenservice 24/7 erreichbar. Wir sind auch regelmäßig mit denen im Austausch. Wirklich lecker. Du noch was hinzuzufügen? Super toll. Also Bukarest ist wirklich das New York City von Europa, was seriös IT angeht. Genau, was IT angeht. Und deswegen könnt ihr uns da auf jeden Fall vertrauen. Weißt du, was richtig Werbung, was richtig witzig wäre? Wenn die gar nicht in Bukarest sitzen, sondern einfach nur VPN umgestellt haben. VPN, die sind in Moldawien. Das wäre krass. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Safe Neuseeland, Alter. Viel Spaß mit der Folge. Das war die Werbung. Vitamin X, Werbung, Ende. Was ist deine Meinung, warum so alle 100 Jahre so das neu ändert? Was ist deine Meinung, warum es alle 100 Jahre neu ändert, Alter? Nein, ich habe nicht gesagt alle 100 Jahre, ich habe nur gesagt, ich glaube, dass da einfach so Zyklen hin und her gehen. Einfach, wenn es zu konservativ wird, wollen die Leute wieder mehr Freiheit. Zu viel Freiheit führt zu anderen Problemen, dann kommen wieder Mächte, die konservativer werden. Glaubst du es nicht, dass es so ist? Ich kenne keinen, der übertrieben frei war und dann sagt, hey Leute, wir brauchen mehr Diktatur, wir brauchen mehr Unterdrückung. Nein, nein, nicht die Leute an sich, sondern das ist... Es gibt immer, also guck mal, es bildet sich eine Gruppe von Konservativen, die immer größer wird, so wie jetzt quasi die Konservativen wieder stärker werden wegen externen Problemen und dann merkst du, oh, mit diesem Freiheitlichen, du hast es doch eben perfekt beschrieben, deswegen kann jetzt keiner mehr, weil wir so viel Freizügigkeit hatten, kann keiner mehr eine Waffe bedienen. Im Ernstfall ist Freizügigkeit nicht so gut, aber wenn du quasi in Frieden lebst, dann wirst du immer entspannter und freizügiger. Das war doch immer so in der Geschichte, oder nicht? Harte Zeiten kreieren starke Männer. Nein, warte, wie war das nochmal? Harte Zeiten kreieren starke Männer. Starke Männer. Na, jetzt hab ich's. Harte Zeiten kreieren starke Männer. Gute Zeiten kreieren schwache Männer. Schwache Männer kreieren harte Zeiten. Das ist der Kreislauf. Das ist dein Zyklus. Ja, genau das habe ich gemeint eigentlich. Genau, jetzt haben wir harte Zeiten, starke Männer. Das Problem ist, es passiert aber nicht. Wir haben so richtig GZS sind auch vercrackt. Genau, das passt jetzt überhaupt nicht. Ich kann nicht drüber nachdenken. Aber das stimmt schon mit den guten Zeiten, schlechte Zeiten. Passt auf jeden Fall. Zum Beispiel Kanada, die sind immer fresh, Alter. Kanada ist immer sexy. Wer ist noch sexy? Also wie war die Reihenfolge? Harte Männer. Harte Zeiten. Harte Zeiten kreieren. Starke Männer. Starke Männer. Stark. Da hast du keine Zeit für. Ja. Harte Zeiten kreieren starke Männer. Genau, da hast du keine Zeit für. Starke Männer. Nein. Nee. Harte Zeiten kreieren starke Männer. Weiche Zeiten. Langsam. Ja? Harte Zeiten. Ja. Kreieren starke Männer. Ja. Starke Männer kreieren gute Zeiten. Gute Zeiten kreieren schwache Männer. Schwache Männer kreieren harte Zeiten. Harte Zeiten wieder stark. Stark gute Zeiten, dann wieder luschen. Also ganz einfach. 300. This is where we hold them.
This is where we fight. Tschetschenien. Send me a location. Harte Mine. Kreieren. Krieg gewonnen. Alle abgeschlachtet. Alle Säbelzahntiger vernichtet. Gute Zeit. Now we can rest, everybody. Now we can rest. We defended Sparta. Dann kommen diese Kinder. Oh, ist ja alles toll hier. Ich identifiziere mich als Eichhörnchen. Ich will ein Hund sein. Ich muss Straßenkleber sein. Ich bin in so eine Lusche. Der Typ, wenn der irgendwann an der Regierung ist, dann labert er sowas wie, Insolvenz ist doch, wenn man sabbert und sich das direkt umsteckt. Wir müssen es um 360 Grad drehen. Die kreieren aufgeblasene Pipelines. Harte Zeiten. Kinder, die jetzt aufwachsen, so kleine, wurzellose Clique kreieren ganz bestimmten Interessenten. Die kommen wieder hoch, dann wieder gute Zeiten. Weil den Krieg gewinnen. Genau. Mit dem kannst du keinen Krieg gewinnen. Straßenkleber. Was willst du machen? Kommt Panzer und der klebt sich vor dem Panzer. Nein, das ist nicht gut für den Ja, schon. Aber die guten Zeiten in deiner Theorie, wenn du jetzt quasi zu den Nazis zurückgehst, die wurden ja nur kreiert, weil die verloren haben. Verstehst du? Wer noch? Unsere guten Zeiten kamen nur, weil diese Drecks-Nazis abgesetzt wurden. Nein, du überspringst eine Sache. Die Nazis haben ja auch gute Zeiten kreiert für Deutschland, kurz. Vorübergehend. Genau, manche, aber die haben es geschafft. So, das heißt, aber was war vorher? Vorher waren das Schwache. Das war alles auf Pump und auf Betrug und Ich rede von Weimarer Krieg. Republik. Weimarer Republik waren ja Luschen, aber bewusst kreierte Luschen von den Siegermächten, die gesagt haben, ihr seid Luschen und alles, was ihr euch an Stärke aufbaut, gebt ihr uns in unsere Tasche. Na gut, das war ja auch der Nährboden, den die Nazis quasi genutzt haben damals. Und jetzt kommt, jetzt ist der Nährboden quasi der nächste Krieg. Genau dasselbe, wir geben und Geld. Und Inflation für alle. Und Dings. Ja. Genau dasselbe Versailler-Vertrag auf heute. Wir geben Geld überall hin. Hier hast du 6 Trilliarden. Du. Was mit unseren Rentnern? Die müssen jonglieren. Schwache Leute. Das ist halt Nährboden. Harte Aber Zeit. Genau deswegen müssen halt die demokratisch gewählten Parteien eigentlich ein bisschen mehr oder jetzt mal langsam aufwachen, was fürs Volk machen, weil sonst wird es richtig ekelhaft bei der nächsten Wahl, weil da diese Drecks-Nazis wieder Stimmen holen. Interessenten. Schon ekelhaft. Schwache Leute, starke Männer. Kommt wieder hoch. Ab jetzt sind die Grenzen dicht, ihr verfickten Penner. Aggressiv kicken Leute raus. Harte Zeiten. Die Frage ist, wie hart wird's? Weil zum Beispiel gibt's Leute. Aber du merkst jetzt, dass auf einmal, guck mal, Schäuble, Gauck, also Leute, die lange in der Politik waren, den Merkel-Kurs mitgetragen haben, jetzt langsam so ein bisschen, also die waren ja schon beide sehr deutlich, ne? Also was Flüchtlingsthemen angeht. Ja, irgendwann hast du doch keinen Bock mehr auf diese Scheiße, Alter. Schweden muss das Militär und den Geheimdienst anrufen, damit die diese Clans abknallen. Die checken das nicht. Diese Interessenten, diese wurzellose Clique, die über uns reinkommt, die kommen ja von harten. Auf Nazis zu zitieren, Alter. Ich weiß es. Guck mal, das witzige Leute. Guck mal, wenn du es nicht gesagt hättest. Ganz kurz, die wäre nicht mal aufgefallen. Ja, weil für dich ist das wie Comedy, weil es so lange her ist und weil du es manchmal nicht checkst. Dem meint es null rechts. Die wissen nicht mal, von wem das ist. Wenn du das in der Fernsehsendung machen würdest, irgendwo außerhalb von Vitamin X, du würdest sofort an den Haaren rausgezogen, gecancelt und rückwirkend abgeschoben werden. Digga, ich diktiere Elvis Presley. Dann würden sie feststellen, dass du nie in Indien warst und wir alle in den Knast gehen wahrscheinlich. Was hast du gegen Elvis Presley? Ich sag doch nur, diese Interessenten kommen hier rein. Kann man so fasziniert sein. Du findest, glaube ich, nur witzig, wie die reden, diese perfekten Bayern, ne? Ich war am Bill Burr Backstage. Ja. Ich war am Bill Burr Backstage. Ja. Bill Burr sitzt dort, labert eine halbe Stunde über sich selbst, bis er irgendwann auf Hitler kommt. Dann dachte ich, okay, jetzt kann ich endlich mitreden. Vorher redet er über Bourbon und Boston. Ja. Keine Ahnung, was Boston ist. Und dann sagt er, oh yeah, you're German, right? Ich so, ja. Yeah. So, can you please translate this for me? This is the greatest piece of performance I've ever seen. Spielt er das ab? Ich bin von euch Arbeitern hervorgekommen, empören. Is that true? Is he saying that he raised from rags to riches? Ich so, yeah, rags to riches. Und dann wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine Wurzellos. So, what is he saying? What is Wurzellos? Ich so, means that they don't have any country. Like they have no they roots. Have nothing. They have nothing. They're literally just swarming parasites. Jetzt habe ich so reingefreestylt, weil ich habe. Das heißt Pastinake auf Englisch? Pastinake, wahrscheinlich dasselbe. So, und dann habe ich ihm das die ganze Zeit übersetzt. Dann hat er gesagt, this is the greatest piece of performance of a public speaker I've ever seen. Das hat Bill Burr gesagt. Bill Burr. Und das hat er als Inspiration genommen, diese Rede von ihm bei Siemens, wo er redet, wo er kleine Wurzel, da wo die Leute diese Spannung nicht ertragen können. Da gibt er so Hinweis auf Hinweis, bei so Tarantino. Hinweis auf Hinweis, sodass die Leute das schon reinschreien. Und der dann so, und er macht weiter. Sie gehen dahin, sie sind nirgends gekettet, das Volk. Und das hat Bill Burr benutzt. Das war halt der perfekte Sündenbock damals. Nein, und das hat der Bill Burr benutzt,
um ein eigenes Bit darüber zu schaffen. Und zwar hat er dann, der Bill Burr, hat dann bei seinem Special, muss ich es angucken, ich weiß nicht welches, das vorletzte oder vorvorletzte Special. Hat er ein Opening gemacht, stimmt. Er hat ein Opening gemacht, hat gesagt, warum die Backstage. Und dann hat er erzählt, this is the inspiration for my, I wanna do, er hatte so ein Bit über Gorillas, die Handzeichen machen. So Gorillas, es gibt so einen Gorilla, der Handzeichen, der Hand lesen kann mit Menschen. Dann hat er gesagt, I wanna use that and give Clue after Clue after Clue, bis jemand auf Planet der Affen kommt. Planet der Affen war quasi das, was für Hitler damals der Sündenbock war. Das war sein bestes Bit seiner Karriere. Hat da performt. Dann so, seine Info bei Hitler einfach. Genau, seine Inspiration komplett. Der hat es eins zu eins kopiert, die Schablone von ihm. Das war seine Inspiration. Der hat gesagt, this is, if there would have been comedy, he would have buried all of us. Hat ihn richtig gesackt und ich sollte nur übersetzen für ihn. Dann hat er gesagt, ja, weil er, du meinst so rhetorisch, aber der Inhalt war halt ekelhaft. Das ist scheißegal. Es geht um die Rhetorik, es geht um die Wirkung. Ja, es ist immer dasselbe. Du redest, Signal, Wirkung. Er wollte das Ziel, dass die Leute da drauf kommen. Aber hat Hitler das selbst geschrieben oder hat er ein Auto gehabt? Natürlich, das hat nur selber geschrieben. Komplett der Psychopath. Ja, aber Hess hat doch bei Mein Kampf auch mitgeschrieben. Der hat Notizen geschrieben, während er vor sich hingerappt hat. Ja, aber es gibt ja verschiedene Überlieferungen, dass Hess auch schon so ein bisschen eigene Sachen eingeflossen hat. Also, nicht, also Hitler war diktiert, aber Hess hat zwischendrin auch ein bisschen selbst gefreestylt. Das kann sein. Das Problem war, er hat den Nürnberger Prozess nicht überlebt, der Penner. Deswegen, das ist halt schade. Und der Hess hat auch nicht geredet beim Nürnberger Prozess. Das ist halt schade. Auf jeden Fall hat der Typ, der Jackson, hat dann... Wenn ich Ghostwriter für meinen Kampf gewesen wäre, hätte ich auch nicht geredet beim Nürnberger Prozess. Ja, klar, der hat gesagt. Du musst überlegen, was er gemacht hat. Ja, ohne den hätte Hitler sich im Knast schon umgebracht. Der Hess war... Ja, wirklich, ich bereue nichts, war der. Auf jeden Fall hat Bill Burr das als Inspiration genommen. Dass er überhaupt noch gelebt hat bis vor 30 Jahren oder 40. Ja, der hat es so als Inspiration genommen, einen Hinweis nach dem anderen zu geben, um auf, der hat quasi diesen redenden Gorilla im Zoo genommen und das dann hoch eskaliert, dass irgendwann man im Publikum dann denkt, meint der Planet der Affen? Ja, der meint doch Planet der Affen. Ah, Planet der Affen! So, diesen Effekt wollte er kreieren und das war seine Inspiration. Worauf will ich hinaus? Dass diese Interessenten, die hierher kommen, die kommen aus harten Zeiten. Verstehst du? Harte Zeiten, harte Männer. Psychos teilweise. Harte Zeiten. Warum kommen die denn hierher? Weil die von harten Zeiten, die sind zu hart, diese Zeiten. Ja, ist auch schlimm. Deswegen kann man auch verstehen, dass sie weg wollen da. Genau, aber früher gab es keinen Flüchtling. Diesen Algorithmus, den ich erzählt habe mit dem Nein, das stimmt nicht. Nein, ich meine Sparta. Du bist gestorben. Okay, beim Zweiten Weltkrieg gab es auch sehr viele Flüchtlinge. Ja, ja, sowieso. Aber das war ja Verfolgung. Aber das andere war, harte Zeiten war ja... Nee, auch Deutsche am Ende. Nicht Saarland zum Beispiel, meine Familie aus dem Saarland, Oma ist auch abgehauen. Genau, abgehauen vor, weil man nichts anderes machen konnte. Aber ja, weil Bomben halt gefallen sind auf die Dörfer. Ja, ich meine doch nur, hör mal zu, dieser Krieg, wovon ich rede, diese harten Zeiten, du bleibst dort, die on the shield, wie bei 300. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, die Leute kommen eh schon von harten Zeiten. Wenn du in Afghanistan lebst oder in, egal wo die herkommt, das ist ja eh schon hart. Verstehst du, das ist ja alles verboten, streng, Taliban regiert mit eiserner Faust. Das sind die Regeln, wenn du es nicht machst. Das Leben an sich ist schon hart. Heiß, Wasserknappheit, immer berghoch, anstrengend. So, die Typen, wenn die weggehen, die sind quasi wie so ein wilder Tiger, der jagen muss fürs Essen. So, wenn du den auf einmal in den Zoo reinhaust, mit den Alpakas, der checkt ja gar nicht, der ist in seinem Hirn noch Prägungsphase abgeschlossen. Ich muss hier um alles kämpfen. Es gibt keine Eskalation. Wenn ich eine Konfrontation mit jemandem habe, muss ich direkt auf den Tod eskalieren. Es gibt kein Ordnungsamt, Gericht oder so. Wenn du in einem Kriegszustand bist, ist ja jedes Mal friss oder stirb. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du gehst rum, oh, da hab ich angerempelt, friss oder stirb. Sonst nimmt er mir das weg. Das heißt, wenn du dann so jemanden nimmst, der eigentlich ja psychische Behandlung erstmal braucht, bevor du den überhaupt irgendwo... Also Leute, die ganz schlimme Sachen erlebt haben, meinst du, ne? Wir sind doch, deswegen flüchten die ja. Es betrifft ja nicht alle, aber viele von denen haben ganz, ganz schlimme Sachen erlebt. Ja, es muss ja, sonst würdest du ja nicht fliehen. Es hängt ja miteinander zusammen. Entweder übertriebene Armut, Tod, Trauma, du würdest wegfliehen. Weil du fliehst, um dein Leben zu retten. Ja, klar, klar. Oder es ist, wie manche Propagandisten sagen, Wirtschaftsflüchtling pur. Nee, ich kenne ganz, ganz viele Syrer beispielsweise, weil ich ja auch als Flüchtlingshelfer damals im Saarland versucht habe, die zu integrieren. Was bei der ersten Flüchtlingswelle damals? Weißt du? Bist du bei mir? Ja, ja. So, und die sind tatsächlich alle vor Krieg geflohen, ne? Also es war wirklich, viele wollten nicht. Der eine hat seine Kinder und seine Frau, also seine Tochter hat überlebt und er, Frau und Sohn, in den Trümmern verloren. Super Typ.
Ja, Syrien ist der apokalyptischste Krieg, da muss man eigentlich... Aber der ist wirklich, der ist geflohen, weil sein Haus zerbombt wurde. Ich weiß, Syrien ist der apokalyptischste Krieg. Sehr, sehr guter Typ, den bin ich jetzt seit 6, 7 Jahren befreundet. Syrien ist die größte Apokalypse, da muss man so ein ganzes Video davon machen, muss irgendwas posten. Wenn diese Folge online kommt, muss ich ein ganzes Video über Syrien machen. Das ist der apokalyptischste Krieg, kannst ja nur fliehen, weil du kannst da eigentlich nicht überleben, wie Jemen. Das Problem ist, Jemen, die Leute kommen nicht raus, Jemenitis. Die kommen hier nicht, die gehen nirgends hin, die haben keine Chance. Deshalb müssen, wir müssen ja eigentlich theoretisch auf dem Papier Millionen von Jemen-Flüchtlingen haben. Haben wir ja nicht. Weil Saudis die ja einsperrt. Das ist, die kommen nicht raus. Ja, haben wir schon mal in einer anderen Folge drüber geredet. Genau, Jemenitis können nicht weg. Aber Syrien, die können halt links, rechts eigentlich alle in die Türkei. Und Türkei sagt dann, Erdogan sagt dann, ey, gibt ihr mir Freihandelsabkommen EU? Nein? For a moment like this. Gibt ihr mir? Immer noch nicht. Some people wait forever. Viel Spaß, ihr Kameraden. Und dann noch von unten, das ist Libyen. Es ist halt immer... Leute fliehen von harten Zeiten. Das Problem ist, wenn du jemanden von harten Zeiten nimmst und ihn nicht organisch, worüber ich rede mit diesem harter Mann, schwache Männer. Das ist immer Generation. Wenn wir mit deinem Opa reden, der vom Krieg kommt, der hat ganz andere Psyche als wir Lappen. Ja. Verstehst du? Und dieser Prozess, der harte Typ, wird normalerweise genommen, der bleibt dann in seiner Umgebung des Hartseins bis zum Rest seines Lebens. Aber wenn du ihn dann nimmst und dann schlagartig eine Generation vorspulst, mit Günders, die alle nett sind, wo man denkt, wir sind alle nett zueinander, für den, der bei ihm so ein Friss oder Stirb geht, der sieht dann dieses, der ist triple überfordert. Erstmal hat er noch nie Frauen gesehen, normalerweise ist jemand Burkas. Da sieht er seine ganzen Testosteronreize von diesen ganzen Kämpfen. Plus die hatten viele von denen noch nie Sex, weil man das ja erst nach der Ehe hat. Und dann rennen die da halb nackt rum, was das schon Haram wäre und Pornografie. Ja, Todesharam. Und das hier, so siehst du, also wenn du ein Syrer, Afghane, Marokkaner bist, ist das für dich weiße Frau. Du hast nur Pamela Anderson und in den Filmen. Du weißt nicht, wie Blondinen aussehen, du hast gar keine Ahnung, das ist nur für dich so eine Fantasiefigur. Brad Pitt, Britney Spears, so kennst du genau, sie. Genau, Brad Pitt, Britney Spears, zwei der bekanntesten genau, Models, die es so gibt. Gibt's nicht. Du guckst deine Tanten, deine Cousinen an, du so, ja, das wird mal meine Frau. Cousine, vielleicht bist du ein Schnurrbart, Jäger. Das, davon kannst du nicht mal denken. Das ist für dich... Science Fiction, ja, verstehe. Science Fiction, das Alien. Auf einmal kommst du da an in Schweden, wo ja die attraktivsten, hottesten, menschlichen, über Wikinger-Generationen nach Köstlichkeit gefilterte Gene nur existieren. Da kommst du da an von so einem Psychohaufen und dann siehst du so, jeder ist hier Britney Spears. Im Sommer bist du so, läufst du das Jizz aus den Augen. Ich habe ja schon gesehen, wie geil du Haaland fandest und der ist nicht mal eine Frau. Ich weiß, das kann man nicht checken, glaube ich, wenn Marokko aufgewachsen ist. Harte Zeiten, Taliban, Krieg, alle um dich herum sehen gleich aus. Jeder will ja die Wäsche. Wenn du Afghaner bist, hast du Beef mit Iranern und den anderen. Niemand hat nette Nachbarn. Ja, du bist halt in Gewalt und Krieg und vor allem auch dagegen halten müssen, aufgewachsen. Immer, du wachst in Marokko auf. Die da drüben sind die Algerier, die sind böse. Wir haben Krieg mit denen. Opa hat da verloren. Da Spanier, die sind auch böse. Die haben unser Land hier okkupiert. Da unten kommen Afrikaner, musst du aufpassen. Wir müssen die finden, weil wenn ein Afrikaner durchkommt, dein Onkel verliert seinen Job. Wir müssen alle Afrikaner finden, schnappen. Mein Onkel war ja Grenzpatrouillenwächter. Da wurde bezahlt von Amis von den Spaniern und von den Dings bezahlt, dass die jeden Schwarzen, den die fangen, war wirklich, fangen den schwarzen Mann, der hat so Kopfgeld bekommen. Pro Schwarzen, den er findet, zack, geh, Spieldecke mit denen. Dann hat er den so kurz in seinen Garten rausgelassen. Steuerlich oder schwarz gezahlt? Hm? Was? Nur schwarz gezahlt. Nur, das darf ja keiner wissen. Dann hat er den geschnappt und so wurde ich indoktriniert. Schwarz, nicht gut. Bei mir hat es nicht geklappt, weil ich habe Snoop Dogg zu früh kennengelernt. Ich so, guck mal, wie cool der ist. So, fass ihn nicht an. Musst du fangen. Den fängst, gehst. Du hast Snoop Dogg gefangen, Alter. Gehen wir nach Spanien. Den willst du sogar Meisterball werfen. Ich schwöre, jeder von denen. Iberschen, haben die gesagt. Iberschen, musst du schnappen? Weg. Worauf will ich hinaus? Dieser Psychotyp, der fucking rumläuft, nie irgendjemanden sieht. Nur Burkas. Vollbärte. Hier, die wollen mir an die Wäsche. Die wollen mir an die Wäsche. Amis bombardieren mich. Zu jeder Zeit kann irgendwo eine Drohne fliegen, die mich in die Luft fetzt. Zu jeder Zeit. Dann spare ich, tu irgendwelche Ziegen melken jeden Tag, damit ich diesen Schlepper bezahlen kann. Damit ich rausgehe. Ich denke ja im Kopf nicht, dass ich auf einmal fucking 200 Mal Britney Spears vor mir sehe. Ich denke, ich muss einfach nicht mehr jeden Tag abschlachten. Komm weg hier. Die Leute können sich gar nicht vorstellen, was die dann sehen. Dann auf einmal kommen die hier an und dann, warum haben die nichts an hier? Jesus kommt aus den Augen. Größten Ständer der Menschheitsgeschichte hast du dann. Permanent. Du läufst rum, die Typen, siehst Haarland. Ja, plus es noch viele junge Männer, wie gesagt, die hatten noch nie Sex. Nur und müsste, genau, ich hab noch nie einen Kind gesehen. Und das müsste... Und ich meine, das Sexuelle ist jetzt ein Ding, ja, aber es gibt auch ganz viele andere Faktoren, gesellschaftliche.
das, was für uns ganz normale Dinge sind, also unabhängig davon, ob die es Deutsch können oder nicht, die lernen ja nach und nach Deutsch, ne? Ich habe ganz viele kennengelernt, die wussten am Anfang halt null, wie man sich in Anführungszeichen benimmt, woher auch, aber ich kann jetzt nur für alle Syrer sprechen, die ich persönlich kennengelernt habe bei uns im Ort, das waren alle super Typen, so, aber warum? Weil im Saarland wurden halt 20 auf ein Dorf verteilt, wo dann die Menschen weltoffen sind, man hat ihnen geholfen, wenn du aber quasi so Sklavenhaltung mäßig 5000 Leute in so ein Flüchtlingsheim unterbringst, wo die nur unter sich sind, wie sollen die sich integrieren, wie sollen sie was lernen? Und ich bin voll bei dir, eigentlich müsste man neben einem Deutschkurs erstmal den mit den Reden so, und sagen, hey, wem geht's nicht gut? Oh, euch geht's allen nicht gut. Dann lasst erstmal hier Psychodienst machen und euch mal helfen, euer Trauma besiegen. Weil ich kann schon verstehen, wenn die hart traumatisiert da rumrennen, dass sie nicht wissen, was abgeht. Komm an. Niemand versteht sie. Die sehen nur die Leute, die sie sonst von den Filmen kannten. Können nicht reden, haben Flöhe auf den Schultern, sehen diese arischen Supermenschen, die du sonst nur von den Fernsehen kennst. Siehst diese Blonden, nur in der Flimmerkiste. Es gibt keine syrischen oder afghanischen Blockbuster, von denen ich was gehört habe. Das heißt, du siehst immer nur diese Messis, Ronaldos. Weiß, blond und köstlich. Der Messi und Ronaldo sind beide blond und köstlich. Super köstlich. Auf jeden Fall läufst du rum. Kannst dich gar nicht integrieren. Wie denn auch? Es gibt Leute, die fucking 25 Jahre hier geboren sind, die sind immer noch, sie sind ein Deutscher mit Migrationshintergrund. Der Özil muss immer noch da. Bist du ein Türke oder bist du ein Deutscher? Özil hat doch wegen dieser Erdogan-Vergangenheit. Ja, ja, Ceylan. Fühlst du dich mehr ein Türke oder eher ein Deutscher? Nicht mal Bülent oder Kaya. Ja, vor allem der ist so Monomer. Er versucht ja alles, trotzdem. Du bist schon Türk. Ja, ich bin Türk. So nicht mal die packen's. Und die sind hier aufgewachsen, alles abrasiert. Der Türk, du bist ein Türk. Nicht mal die können sich integrieren. Ja, wie soll so ein Vollbart-Psycho mit Machete sich integrieren? Wenn nicht mal Bülent Ceylan es packt, Alter, der kein Türkisch kann. Dann kommen diese Psychos mit Machete in der Hand. Bin ich auch ein Gündo? Nein, Alter, du bist ein Haustier, Alter. Who the fuck is this motherfucker? Jetzt musst du noch sehen, wenn der Typ sich vergeht, wenn ich in Marokko was geklaut habe. Verläuft, meinst du? Was? Geklaut, wenn ich was geklaut habe. Also ein Vergehen. Gehen, ja, nicht verlaufen, wenn ich da was geklaut habe. Hat mein Vater mir gezeigt, meine Onkels haben mir gezeigt. Wissen diesen Typen da hinten? Immer, dieser Wichser war immer da. Immer ein Typ, abgeschnittener Hände. Ich schwöre dir, die haben die wahrscheinlich als Vorführobjekt da. Immer da, auf die Penner gezeigt. Siehst du den? Wenn du die Schule nicht aufpasst, bist du das da. Wie ist was mit euch? Könnt ihr mir nicht helfen dann, wenn ich obdachlos bin? Nein, das ist der Müllfischer. Das bist du, wenn du nicht in der Schule bist. Wenn du klaust, bist du der da. Ich schwöre es, Typ, Arme sind abgetrennt. Leute, die nah mal spazieren waren, können. Vielleicht haben die jetzt die mittlerweile irgendwie abgeschoben oder so, weil die jetzt sind die touristenfreundlicher, aber damals habe ich nur diesen Armlosen gesehen. Diese, guck mal, wenn du klaust, Hand, ab. In Saudi-Arabien ist es immer noch so, ne? Finger jedes Mal. Wahrscheinlich, nicht, kann sein, ab. So, du, weg. Rechte Hand, linke Hand, weg. So wächst du auf. Aber egal, was du machst, Gewalt. Die Bullen gehen hin, die marokkanischen Bullen, wenn die irgendwie gerufen werden, erstmal wirst du präventiv erstmal verdroschen. Erst richtig schön verdroschen. Jetzt kommen die hin. Assalamu alaikum. Oh, pop, die rönt dein Kiefer erstmal gebrochen. Ach, das war nicht der. Ach so, der hat's gerufen. Sorry, Gabriel. Wir wollen doch keine Zeugen haben. Den habe ich nicht kommen sehen. Der hat's gerufen. Wegen wem hast du uns gerufen? Ah, der ist weggelaufen. Ich habe mich schon gewundert, warum du uns so freundlich begrüßt hast. Ich bin schon gewundert, warum er mich begrüßt hat. Oh, das ist auch gewundert. Ahmed, du hast nichts gesehen, oder? Du hast eigentlich gesehen? Hast du was gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Okay. So waren die Bullen. Ich sehe die Bullen. Okay, jetzt wird jemand verdroschen. Hinsetzen. Und dann wusstest du, irgendjemand wird verdroschen. Und so ist das überall dort. Du wirst verdroschen, abgeschlachtet, verdroschen. Und dann werde ich nie wieder. So war es aber bei unseren Opas, harte Männer auch. Aber nicht die Bullen. Ich rede doch jetzt. Ich bin harter Typ. Ja. Psycho des Grauens. Ich kann nicht. Bei mir in meinem Kopf, wenn ich arbeitslos bin, bei mir im Kopf gibt's keinen. Ich hab dann Hartz-IV-Bürgergeld, meine Wohnung wird bezahlt. Das war das erste Mal, wo wir darüber geredet haben, mit dem Bürgergeld und so. Für mich, wenn ich nicht arbeite, wenn ich nicht irgendwie am Hustlen bin, dann bin ich der Typ, der Müll fischt. Verstehst du das in meinem direkt, Kopf? Bei dir ist direkt Konto leer, eine Hände weg. Hände weg plus Müllfischen. Direkt. Bei mir gibt's kein, ich gehe zum Amt und beantrag Bürgergeld. Das existiert nicht mal für mich. Deswegen mache ich ja tausend Sachen. Das ist voll praktisch bei der Verhaftung. Also aus den Handschellen einfach so raus. Ich kann direkt raus. Direkt sofort. Zack. So wie bei Patrick Star, wenn er verhaftet wird. Auf jeden Fall, bei mir in meinem Schädel, dieser harte Zeiten getrimmte Schädel bei mir ist, egal was mich jemand fragt.
hey, hast du Lust, das zu machen? Wenn du manchmal sagst, ja, das kann sich nicht für dich lohnen, weißt du noch, wenn du immer sagst, hey, das lohnt sich nicht, weil die bezahlen nicht so viel bei dieser Kampagne. Ich so, mich gerade verarschen, mach alles an einem Tag. So, für mich ist es immer noch, ich muss alles sammeln, was es gibt in diesem Luxusleben. Du bist wie so ein Typ, der einmal im Leben ans Buffet kommt, sich satt essen muss. Genau, immer. Obwohl aber du aber jeden Tag Buffet haben kannst. Genau, jeden Tag. Aber du hast noch diesen Simulator von, du hast noch Simulator, Schacht, letzte Etage. Ja, du erklärst mir das. Ich zeig dir irgendwas auf und denkst so, guck mal, da können wir da 10%, können wir das einfach nur einmal schließen, das selber produzieren, 4 Stunden dahin fahren, 5 Stunden zurück, dann haben wir es geschafft. Du so, bist Hirn amputiert, so viel machen wir pro Tag. Und ich so, ja, aber trotzdem, du musst das nehmen noch dazu. Dann bist du nicht der Typ am Mülleimer. So, und ich bin der Typ im Mülleimer. Jeder von diesen Typen, die hierher kommen, um die es geht. Nicht deine Vorzeigesyrer. Aber was man halt sagen muss, wir haben dem Job gegeben, der hat die ersten 2 Jahre wieder mit X jede Folge geschnitten, ne? Der Typ, unser alter Cutter. Legende, guter Flüchtling. Shoutout. So, und dieser Typ, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Typen, die hierher kommen, die Probleme bereiten. Lass mal ganz kurz mal auf diese Vorzeigetypen, die innerhalb von 2 Sekunden Ärzte, Diplomaten, Ingenieure werden und dann sich perfekt integrieren. Scheiß mal auf die. Wir reden von diesen Gangs, Clans, Abschlachter, Vergewaltiger. Diese Typen jetzt nur. Lass die mal als Espresso nehmen. Weil ich kann verstehen, wie man so wird. Diese anderen, vergiss die mal. Ich rede nur von den Abschlachtern. Du meinst die, die dann die Bild-Zeitung als Negativbeispiele nimmt? Genau, diese aber das Schlimmsten. Sind ja viele. Das poppt ja in Schweden jedes Mal auf. Es sind ja, wenn du Millionen aufnimmst und davon sind 1% schlecht, das ist ja immer noch 100.000, 10.000 Leute, immer noch. Lass mal die nur extrahieren. Dann kann man das, da muss man nicht immer sagen, ja, genau, aber alle das sind dann genauso viele, wie es in Deutschland gibt, nur dass die halt auf 1 Million wahrscheinlich so viele haben durch diese harte Männer, also durch dieses Psychopathische, wo sie nichts für können. Genau, ich sag der Anteil ist einfach höher. Nein, ich sag nur, naja, diese abgewichsten Betrügersysteme, wie diese Dönerkartelle, wo du dann auf einmal so Steuertricks machst mit deinem Kind, was dann auf einmal die Immobilie gehört. Dabei waren das illegale Gelder. Du kennst ja diese Kranken, wie du diesen Fiskus nackt ausraubst mit diesem System. Wie diese Geldwäschesysteme macht. Hat schon Grund, dass unsere Konten eingefroren sind. Diese denken dann, das sind ach, du meinst, weil wir so oft Döner essen gehen? Die haben es da gesehen vor Ort. Sowas, aber du kennst ja dieses Dönerprinzip. Naja. Du kennst es ja, jemand macht das. Seine 2 Angestellten sind noch Hartz IV. Alle bekommen Hartz IV immer. Keiner macht Gewinn die ganze Zeit. Immer nur so Minimumgewinn. Und dabei fahren die ganze Zeit 3er BMW. Die ganze Zeit Schwarzgeld weg. Waschen über Libanon. Zack, dann auf einmal neues Haus. Bam, das verkaufen. 200.000 gewaschen. Clan wird immer größer. Geben nichts der Community ab. So ungefähr funktioniert das ja auf dem Papier. So finanziert sich das ja. Aber warum funktioniert die Scheiße? Die Scheiße funktioniert ja nur, weil Typ mit Mülleimergedächtnis, Gewalt ist die höchste Eskalation und du kommst dann hierher, wo du 15 Warnschüsse kriegst. Ich werde es nie wieder vergessen, als ich das erste Mal in meinem Leben in Deutschland beim Klauen erwischt wurde. Weil damals im Marokko klaust du ja nicht, weil du hast ja alles permanent, du hast ja nur Primärbedürfnis. Es gibt ja keine PlayStation, Yu-Gi-Oh! Karten. Es gibt ja nur Essen. Essen, Bayram, neue Klamotten, chillst deine Nüsse. Aber komm ich hierher, hab dieselben Sachen, wird gemobbt wie so ein Hurenbock. Guck dir diesen Hurenbock an, hat dir gar keine freshen Markenschuhe. Ich so, fuck, wo krieg ich Markenschuhe her? Warum bin ich auf einmal ein Hurenbock? Alter, das war doch cool vorher noch. Da musst du überlegen, wie du kein Hurenbock mehr wirst. Okay, hätte ich keinen Hurenbock mehr. Du brauchst diese Jordans, sonst bist du eine Lusche. Biss dich mit deinen Pantoffeln. So kratzen, Alter, kein Bubble gehabt, kannst keine Sprachen lernen. Und du dann so, okay, wie kostet das? Dann siehst du diesen Betrag. Fragst du deinen Vater, Papa, kann ich das haben, bitte? Wieso? Was? Boah! Du kommst von fucking Netto, so ein Plastiksack voller Drecksschuhe. Okay, fuck, ich glaube, ich habe keine Wahl. Entweder werde ich jeden Tag gemobbt oder ich klaue. Aber dann denkst du doch direkt wieder an den Typen ohne Hände. Du kannst doch nicht klauen, oder? Ja, aber das Mobben ist schlimmer. Bloß ich erfahre doch jetzt. Wie gesagt, mit dem Klauen will ich nicht machen, aber dann fragst du nach, was passiert mit dem Hand ab? Hier gibt's kein Hand ab, das macht nur ihr Barbaren. Ich so, hä, was passiert denn hier? Ja, beim ersten Mal nix, erstmal Verwarnung. Im zweiten Mal kannst du Sozialstunden kriegen. Beim dritten Mal, weißt du, was das für so ein Psychopathen, Ausländer, harte Zeitengehirn bedeutet? Du bekommst einen Rabatt auf Straftaten. Verstehst du das, Gebrüll? Deine ganze Moralität wird geflippt. Du bist nicht aufgewachsen, hier ist aufgewachsen Solidarität. Du musst es machen, denn die Günther ist darauf angewiesen, dass du das machst, sonst funktioniert das System nicht. Genau. Dort ist das. Gute Zeiten halt. Genau, dort ist das Gemeinschaft. Dort ist das. Wenn du das nicht machst, kommt der Bulle und schlachtet dich ab, du Hurenbock. Deine Hände sind ab, wenn dein Arschloch eingeschoben. Das heißt, du hast nur Angst vor Gewalt. Du checkst nicht, was klauen
und nicht Steuern bezahlen in einer Gesellschaft anrichtet. Das checkst du doch nicht. Du weißt nur Machete? Abschlachten. Wenn ich das nicht mache, abschlachten. Das ist alles, was der weiß, der Typ. Das heißt, der Typ kommt hin, ich bin ja dieser Typ, kann mich voll hineinversetzen, kommst hin, denkst dir, ah, Schläge. Warte, ich krieg gar keine Schläge. Was krieg ich denn hier? Beim ersten Mal nix. Na dann wollen wir mal austesten, wie oft du das kannst, kleiner Gabriel. Hat geklappt. Wie geht der? Hey, right. Papa did school. Ey, wo hast du die neuen Schuhe her, Sohn? Hab ich Geschenk gekriegt von der Schule. Lügen, köstlich. 3 Jahre später machst du Vitamin X Podcast. Kennst du doch. Scheiße. So, auf jeden Fall, das ist das, warum diese ganze Scheiße schief geht. Leute denken in Straftatenrabatt. Wenn du vorher schon Krimineller warst und kommst dann hierher, ist es für dich Schlaraffenland, Eldorado. Und dann checkst du noch diese Sozialsysteme und sowas, was es ja auch nicht gibt dort. Gibt's hier nichts. Denk dran, Mülleimer, Fischen, Hand okay, ab. Und was würdest du machen, um Geflüchtete besser zu integrieren? Es gibt nur eine Psychopathenlösung. Wirklich nur eine Psychopathenlösung. Noch andere Gesetze für die, du was? So einen Macheten-Willy einstellen. Nein, die Gesetze, von wo die herkommen, müssen übernommen werden. Du brauchst die Gesetze, die auf deinem Pass stehen. Das heißt, du würdest denen eigene Gesetze geben? Die afghanischen Gesetze. Okay, Gabriel, wenn du klaust, denk dran, deine Gesetze. Du darfst hier leben und du wirst afghanisch bestraft. Afghanisch bestraft. Komm, ist die einzige Lösung. Weil wenn die wissen, ah, fuck, ich bin dieser Mülleimer-Willy, meine Hand ist ab, dann machen die das auch nicht. Du musst denselben Filter, dieselbe Firewall machen wie vorher, weil du kannst nicht von das Firewall, das Antivirus-System von Windows nehmen und das auf iPhone spielen. Das geht ja nicht. Hier dein Antivirus ist Moralität, was soll der Nachbar denken? Wir sind eine Gesellschaft. Der Typ, abgeschlachtet, Kiefer gebrochen, Hand ab. Wenn du jetzt das nimmst, diese Firewall von, was soll der Nachbar denken? Ich weiß gar nicht, wer der Nachbar ist. Wer ist überhaupt der Nachbar? Wie, was soll der andere denken? Du gib mal fuck! Wie viel kriege ich? 15 Jahre, bin ich wieder draußen? Top. Wäre immer noch besser als vorher. Du musst überlegen, das Gefängnis in Deutschland ist immer noch ein Level-Up zu dem, wo die herkommen. Scheiße. Du musst überlegen, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist immer noch besser als da, wo du herkommst. Wie soll das denn funktionieren? Ja, wenn du aber abgeschoben wirst als Mörder, wirst du in deinem Heimatland komplett vernichtet, oder? Ja, aber du bist erstmal noch 15 Jahre hier. Das juckt doch kein Schwein, das wissen doch nicht, was du gemacht hast. Das geht wie ist denn das, wenn du in Deutschland ja, jemanden ermordest, wenn du eine Duldung hast? Ja, aber du hast in Deutschland jemanden ermordet. Nee, wenn du nur eine Duldung hast, wirst du abgeschoben, oder? Ja, aber erst musst du deine Strafe absetzen. Das heißt, du kriegst zuerst 15 Jahre, fresh drei Mahlzeiten. Ist das so? Natürlich, du kriegst zuerst die Strafe. Wenn, aber mit jemandem, der nur eine Duldung hat? Guck nach! Du kriegst zuerst die Strafe, ja, dann wirst du abgeschoben. Ich guck nach. Genau, du kriegst zuerst die Strafe und dann wirst du abgeschoben. Ich kenne das, ich war überhaupt noch bin noch auf dem Knast aufgetreten. Da sind dann Leute, die dann sogar im Knast extra Scheiße bauen, damit das länger geht, die Scheiße. Damit du dann noch länger rumgammelst. Den ganzen Scheiß will kein Schwein hören, man will immer nur diese Paradestories hören. Diese Paradestories kenne ich ja auch selber. Dann gibt's halt Leute, die halt diesen Shit. Schau mal ganz kurz, ob das stimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt. Mhm. Duldung, Straftat, erst die Strafe, dann abgeschoben. Guck mal, kommt das Fiendes. Ihr Aufenthaltsgesetz ist da relevant für, ob man abgeschoben werden darf. Das ist ja immer so ein populistisches Thema, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie das im Einzelnen da aussieht. Öffentliche Interesse. Da geht es um Abwägung der Interessen, einander gegenüberstellen. Okay. Also ist das Ausweisungsinteresse. Das ist immer eine Einzelfallprüfung, steht hier. Also es gibt kein Pauschal. Das sind sogar noch schlimmer. Da gibt es sogar diese Fälle, wo die so einen Terroristen abschieben, dann kommt er nochmal rein. Über andere Papiere oder so ein Shit. Die schicken den raus. Ja, das ist halt nur, du kannst halt, also je nachdem, was es ist. Also ich glaube, keine Ahnung, wenn jetzt jemand ein Serienkiller ist, der psychisch auffällig ist, ich glaube nicht, dass man den ausweisen würde. Aber jemand, der straffällig geworden ist in Deutschland, kann sein, dass er dadurch seine Duldung oder seine Aufenthaltserlaubnis verliert. Ja, aber dann geht er weg. Ja, er kann Staatsbürger sein, dann kann er halt raus. Und dann kann er, genau. Und der kann, wenn er dann zu Hause nicht bestraft wird, ich glaube, es hängt davon ab, was er gemacht hat und wie hart die Behörden da ermitteln und ob sie den zu greifen kriegen. Ja. Guck mal, du sagst schon das Wort, was falsch ist. Das ist das, was ich meine mit dieser Firewall. Du sagst Behörden, du sagst ermitteln, du kommst da an, da ist nichts. Du kommst da raus, bist wie ein neu gespawnter World of Warcraft-Charakter. Du kommst raus. Schlepper, wie viel kostest du? Ich habe hier noch so geklaute schwedische Kronen von einer Britney Spears-Dann-Double. Und ich habe hier eine Amex auf meinen Namen. Hasim Rakman, der Dritte. Jeder kannst du mir einen anderen Namen geben.
Gehen die wieder rein. Guten Tag, sie Tölle, sind Sie Diplom-Ingenieur? Ja, diese Machete ist wahrscheinlich hier, schrauben Sie, oder? Ja, das ist ja toll. Gehen Sie hier in den Kindergarten. Ja, aber guck mal, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Negativbeispiele geredet. Man muss aber trotzdem nur sagen... Nur das, das andere hörst du doch nicht. Ja, aber genau, man muss aber trotzdem sagen, dass das ein Großteil der Leute, die da aus Not fliehen, nichts für die Negativleute kann. Das muss man immer dazu sagen. Sag ich doch, aber ich sage, dass Not, wenn jemand aus Ukraine Not entflieht, die haben ungefähr dieselbe Firewall. Das meine ich doch. Wie die Deutschen, genau. Genau, die haben selbes Ding. Gucken sich an. Ah, oh, das ist das wie ich. Du bist toll, lecker, super, super toll. Zack, zack. Aber das, wo die herkommen, der deutsche Kamerad außerhalb von 45. Du musst das Mikro reden, Alter. Du hast das Mikro. Sorry. Hier. Dein Opa kann sich noch vorstellen, was, also der Opa, der leider schon gestorben ist. Der beim Vitamin X war. Genau. Der war hier zu Gast irgendwann vor 100 Folgen oder so. Die verstehen das. Nur die verstehen das. Diese neuen Günthers, die sich als Eichhörnchen identifizieren, die Straßen kleben, diese Typen blicken nicht, was so Leute durchmachen. Die wissen nicht, was das bedeutet, wenn dein Vater dich packt, mit zum Schlappen dir fucking dein Ohr Trommelfell zerplatzt, wenn du auf dem Boden liegst, dein Vater so diesen Monster-Stomp macht, die dein Schlüsselbein bricht, du deine Schulter nicht mehr bewegen kannst, der dich dann noch mehr schlägt. Ich merke, dass das traumativ sitzt bei dir. Man checkt nicht, was es ausmacht, dass du so deine Schulter nicht bewegen kannst, weil deine Schulter links gebrochen ist. Dann schlägt er dich nochmal, weil du deine Schulter nicht bewegst. Der macht nicht so. Pock, nochmal. Aber Minus, Minus ist Plus in dem Fall, oder? Aber hat er auch nicht da unten, ne? Genau, die sind sauer. Du guckst dann an, Mann, also wieso bricht der Penner? Gehst du raus, gebrochen, keine Entschuldigung, nix, einfach nur. Ach, deswegen das gebrochene Deutschland auch, ne? Komplett gebrochen. Wann läufst du rum? Später brechen denen das Deutsch. Das bist du, ein Penner, wenn du nichts machst. Das bist du, das bist du. Kein Ich liebe dich und so ein Shit. Es gibt nur Schläge. Ist die Arbeit gemacht? Nicht gut, einfach nur. Ja. Ja, sicherheitshalber. Und dann bist du nochmal verdroschen, checkst nicht, was angeht. Sicherheitshalber. Digga, du läufst nur rum, bist beklaut, bist von jedem gescammt. Ich sag nur. So, und was ist jetzt besser? Es gibt nur dieses Zwei-Strafen-System. Das Schlimmste, was du einem Typen anrichten kannst, ist immer noch besser als das, wo er herkommt. Nein, nein, aber ich meine, was haben wir daraus gelernt? Man muss doch alles dafür tun, um diese gute Zeit und den Frieden zu verteidigen, weil das, was du da beschreibst, ist wirklich schlimm. Es hilft jetzt, glaube ich, es hilft natürlich ein bisschen, um sich da reinzuverletzen, wenn man sich das mal vor Augen führt. Aber es ist furchtbar, woher die kommen, und man kann es ja nicht verübeln, dass die da weg wollen. Kein Mensch ist illegal. Du kannst es keinem Menschen verübeln, da weg zu wollen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du wirklich eine Weltregierung hättest, es gibt nur zwei Optionen. Ein Günder kann nicht auf einmal Leute abschlachten. Ja. Aber doch, außer vielleicht diese SEK-Kommandos. Ja. Wenn diese SEK-Kommandos für die zuständig wären oder Military Police. Wir haben zwar keine Lösung, doch wir haben schon eine Lösung, aber kann man halt nicht umsetzen, kann man nicht in der Öffentlichkeit erzählen. Ist sehr kritisch geblieben. Also wenn ihr das so gehört habt, könnt ihr froh sein. Jede Sekunde müsst ihr die Folge runterladen, weil das wird wahrscheinlich safe in irgendwelchen Telegram-Gruppen da verbreitet. Und dann stehen wir wieder wie Hurenböcke da, wird unser Handy beschlagnahmt. Sag nicht die ganze Zeit wir, Alter. Wie, du hast gesehen, du bist mit allem mit drin. Ja, stimmt doch jetzt. Ich sitze hier neben dir, das vergesse ich immer. Mit drin. Ja, auf jeden Fall kann dieser Anwalt da, kann ich seine Enthüllung da weiterschreiben, Alter. Aber ich sag nur, wie es ist, Alter. Ich sag nur, wie ich mich fühle. Wie ich das erste Mal du hast ja gar nichts Schlimmes. Ich finde, du hast wieder verschiedene Blickwinkel beleuchtet. Die Leute müssen mal checken, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt nicht nur gut und böse. Und alles hat auch immer eine Ursache. Und ich finde, du hast es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ja. Wenn Leute traumatisiert sind und einfach aus einer ganz, ganz schlimmen Situation kommen, aus dem Krieg kommen und sich gewohnt sind zu verteidigen, keine Ahnung haben von Werten und Identität und was wir hier alles haben, was es auch zu verteidigen gilt übrigens, aber was man eben quasi über Erziehung und Bildung und irgendwie beibringen muss und es nicht voraussetzen kann. Es ist schon aus der Perspektive krass quasi, dass man jemanden, der so einen kranken Scheiß erlebt hat, ohne dass man denen wirklich diesen Hardcore-Crash-Kurs gibt, wie du es die letzte Stunde, die quasi hier reinwirft, wie so ein Charakter von Warcraft. Die kommen ja hier mit ihrer, wie du sagst, die kommen hier an, denken, scheiße, ich bin auch in diesem schlimmen Modus, und die haben gar keine Zeit gehabt, da runterzukommen. Die haben eine posttraumatische Belastungsstörung, viele. Ich habe das beste Beispiel, worauf du dir tagelang entschleudern wirst. Weißt du noch bei Pokémon? Wenn ich mir auch ein Beispiel von dir entschleudere, werde ich... Weißt du noch bei Pokémon? Ich sag dir, wie die sind. Ich latsche mal nach. Bei Pokémon, wenn du die ganzen Final Four besiegt hast. Top 4, ja. Danach kommt nochmal Gary. Den besiegst du ja auch. Weißt du noch? Den besiegst du ja auch. Du hast diese kranken, hochgelevelten Pokémon. Im Idealfall alle auf Level 100. Du meinst, Gary besiegt, Final Four besiegt. Du hast Agathe, Siegfried und dann am Ende Gary. Danach kommt Gary, den du nicht kommen siehst.
Dann machst du das noch. Es war schon hart genug bis dahin. Du hast ja unendlich von vielen Tranks verballert, um diese Final Four zu besiegen, weil du ja nicht weißt, wer das ist. Digga. Aber komm, Geist, du hast gar keinen Geist. Wenn du zum allerersten Mal da bist, das meinst du? Zum allerersten Mal, dieses Gefühl. Dein Lifetime. Dieses Gefühl, du bist tot. Du denkst, nach Agathe war's das. Auf einmal, wer kommt denn jetzt? Wie, Bruno? Und vor allem, du hast so ein fettes Radikal, weil du keine Ahnung von Typen hast. Genau, dann kommt der Box. So ein fettes Radikal. Versuchst du so ein Gengar zu beißen, weil die dritte ist ja ein Geist. Du beißt so Gengar. Und Agathe, Legende, rest in peace. Du verzockst alles in deinem Leben. Und Trank, Hypertrank, Ultratrank, weil du nicht weißt, wann es endet. Du so, oh Gott, ich habe schon das zweite Mal gegen Agathe verloren. Ich muss alles Agathe. Ich brauche diese Sache. Du kannst den Reset-Knopf immer wieder. Immer wieder Reset, dann gehst du wieder zurück und dann kaufst du alle Tränke und denkst, okay, ich bin bereit. Auf einmal, du besiegst es irgendwie mit Glück. Nochmal mit Glück. Nochmal mit Glück. Und dann kommt dieser Siegfried, der nur aus Dragoran besteht. Ja, der hatte, glaube ich, zwei Dragorans und Dragonier oder du so. Du überlebst es wie Soldat. Du überlebst es wie John Wick im letzten Teil. Du hast dein Radikal, was noch ein KP hat. Alle deine Tranks verballert. Du denkst so, oh, ich habe Dragoran besiegt. Läufst du humpelnd da rein und dann. Was zur Hölle? Wo kommt dieser Gary auf einmal her? Ich hab doch Weil du hast nicht mal abgespeichert nach dem Siegfried. Weil du dachtest, du hast gewonnen, du rennst einfach hoch. Er sagt sogar, ich bin der Letzte. Er sagt dir, der Drachentyp sagt, ich bin der Letzte, Siegfried. Und damals gab es noch kein Internet, wo man so krank rumspoilern konnte. Das war 1999, wo wir es gespielt haben. Dieses Gefühl, was du hast, diese Hilflosigkeit. Verzweifelt. Du hast alles auf eine Karte gesetzt. Du hast alles auf eine Karte gesetzt, um diesen Siegfried zu besiegen. Und dann kommt dieser Gary und du hast nichts außer diesen Radikal mit einem KP. Du bist wirklich auf gut Deutsch gefickt. Du warst verzweifelt als Kind, hast das Ding gegen die Wand geworfen. Es war nicht, oh cool, das Spiel geht weiter. Sondern du so, ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Mein Leben ist gefickt. Ich habe alles verzockt. Mein ganzes Leben habe ich hinter mir gelassen. Jetzt habe ich nur diesen stinkenden Radikal-Date sofort von diesem kleinen Tauboga so weggerotzt wird. Der Typ Taubos hat er gehabt. Ja, direkt Taubos Anfang. War Anfang noch. Ja. Der so weg mit dem kleinen Scheiße, Alter. Da bringt den Biss nix. Bis am Ende verzweifelt. Mit nichts kommst du an. So, dann gibt es aber den Moment, wo du den dann besiegst nach 18 Jahren. Und dann passiert Folgendes. Du besiegst ihn, hast das ganze Trauma durchlebt. Agathe wurdest du vernichtet. Siegfried. Da, dreimal bist du gestorben innerlich. Siegfried, alle tot. Dann kommen diese Credits. Und dann endest du wieder da, wo du am Anfang warst. Und dann gibt es ganz wenigen Leute, die dann wieder hochgehen aus Nostalgie und du dann auf einmal mit deinen ganzen Pokémons aufgelevelt wieder gegen ein Taubsi kämpfst. Du dann so, fuck, ich bin hier der King. Alabastia, wenn du zurück bist. Siehst dieses Taubsi, was früher mal eine Herausforderung war, jetzt auf einmal weg, weg. Jeder mit One-Shot, One-Shot, One-Shot. Das ist, wie die sich fühlen, wenn die hierher kommen. Die sind Gary überlebt, Trauma, tot, 14 Mal fast gestorben. Die sehen, wie ihr Vater und ihre Eltern vor ihren Augen in die Luft gefetzt werden von irgendeiner amerikanischen Drohne, die Obama abgesegnet hat. Die sehen das, wie ihre Eltern sterben, zerfetzen. Die sehen, wie ihre Brüder zerfetzen. Die schlafen, können nie schlafen, weil die nicht wissen, wann das Haus explodiert. ISIS kommt vorbei, hackt irgendwelche Köpfe ab von irgendwelchen Freunden. Du läufst rum, siehst du Köpfe von deinen Freunden. Denkst dir, okay, ich muss immer schlachten. Jeder, der mich hier trifft, könnte von der ISIS sein. Wer ist wer? Könnte von die Amis von oben, das von das. Das ist Final Four plus Gary zweimal. Und dann auf einmal kommst du irgendwo an in Schweden, Alter. Und die nicht mal die Tür abschließen. Und dann wird erstmal dein Radikal beschlagnahmt, Alter. Erstmal nichts. Du bist radikal nichts, bist einfach da. Und siehst so, warum schützt sich hier keiner? Was passiert hier? Warum? Passiert nichts. Oh mein Gott, diese Frauen hier, was ist das alles? Oh mein Gott. Was passiert, wenn ich, rausholen, Alter. Was passiert, wenn ich sie attackiere? Nix. Ich bin einer von den Güten. So kann man sich das vorstellen. Das war ein richtig krasser Vergleich, Alter. Wie du neu hinkommst. Ja, die sind quasi overpowered. Übertrieben overpowered. Die haben das erlebt, was keiner von uns hier jemals erleben wird. Weißt du, jetzt gebe ich auch noch zum Abschluss mein Beispiel, das dauert aber nicht so lange wie deins, woran ich eben hart denken musste, weil jeder, der mal mit seinem Opa gesprochen hat, ich meine, das waren ja vor allem die Männer im Krieg, wenn noch jemand einen Opa hat oder einen Uropa, je nachdem wie alt ihr seid, sprecht mit den Zeitzeugen von damals, die im Krieg waren, die wirklich gekämpft haben oder kriegsgefangen waren oder flüchten mussten nachher, als der Krieg verloren ging am Ende. Also ich meine, wenn ihr mit denen redet, bedeutet das, dass sie nicht im Krieg gefallen sind. Das heißt, sie haben aber erlebt, wie ihre Kameraden, Brüder, Schwestern, Freunde und so gefallen sind. Sprecht mit denen und mir fällt eine andere popkulturelle Referenz ein. Der Film Das Wunder von Bern mit Sönke Wortmann. Kennst du, wo Deutschland Weltmeister wurde? Ja, ja. Ne, der Film wurde ja irgendwann jetzt, keine Ahnung, so zum Sommermärchen 2006 oder so, irgendwann so vor 20 Jahren kam der raus. Und der behandelt aber Das Wunder von Bern 1954.
Und der Protagonist von Wunder von Bern ist ein kleiner Junge, der in Essen lebt, im Ruhrpott, und der ist mit Helmut Rahn befreundet, der die beiden Tore damals geschossen hat, ne? Dieser kleine Junge, der hat mit dem gekickt, weißt du? Und die Story ist deswegen so gut, weil der Sohn von diesem kleinen Jungen, der Vater von diesem kleinen Jungen, der Junge ist so 8 oder 10, keine Ahnung, so ein kleiner Junge halt, kommt 1954 erst aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Und der ist also in den Krieg gezogen, 10 Jahre vorher, kommt zurück, vom Krieg keine Rede, alle reden über Fußball, alle sind gut gelaunt, die Frauen tanzen, die Kinder haben Spaß. Und der kommt aus Kriegsgefangenschaft, wo er misshandelt wurde. Nachts zuckt er so, zittert so, schlägt seine Kinder, was gar nicht mehr in die Zeit passt, weil der einfach aus so einer harten Zeit kommt, getrimmt war, Menschen zu töten, sich zu verteidigen, irgendwo den letzten Laib Brot in Gefangenschaft zu holen, das blanke Überleben, ja, und kommt dann dahin, in diese Zeit, Nachkrieg, alle waren gut drauf, die Alliierten haben Deutschland wieder hochgelevelt, Adenauer kam gerade und so, kommt dahin, schlägt seine Kinder, die Frauen, oh, ein Barbar, obwohl es der eigene Mann war, der einfach nur 10 Jahre weg war. Und dieser Film, wenn du dir den anguckst, beschreibt genau das. Das ist so krass, weil das war in Deutschland auch mal so, du musst einfach nur ein bisschen zurückspulen. Und wenn du dir anguckst, damals diese ganze hier Hippies und Revolution und so, was war das? Die erste Nachkriegsgeneration hat gegen ihre noch konservativen, vom Krieg posttraumatisch geprägten Eltern quasi rebelliert. Und so kam alles hier. Und deswegen haben wir, also unsere Eltern, sind die ersten gewesen, wir sind die zweite Generation, also wir, die in Deutschland quasi komplett immer sozialisiert wurden, wie ich zum Beispiel, die das erleben konnten. Und deswegen muss man immer Verständnis haben für Leute, die aus harten Zeiten kommen. Und trotzdem müssen wir uns in guten Zeiten schützen. Das ist ein gutes Schlusswort, Gabriel. Man wird genauso. Wir hören uns nächste Woche. Denkt dran, die Ausnahme bestätigt die Regel bestätigt die Ausnahme. Yeah, immer eindeutschen. Wenn ihr einen Radikal habt, direkt weg mit dem Drecksding. Digga, Gang habe ich gelebt früher. Simsala, Linkkabel, dies, das. Guck mal, dein Assai steht noch hier. Abwärts.